Yo, was geht ab, Leute? Long bin wieder am Start und damit willkommen zu einem weiteren Stream Call of Duty Modern Warfare 3 Zombie Modus. Ja, ich gebe dem Zombie Modus noch eine Chance. Nachdem ich gestern sehr enttäuscht war, habe ich mich mal zusammengerafft und habe gesagt, okay, gut, das war zu viele Emotionen und alles blöd gelaufen. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe direkt danach nochmal ein paar Runden DMZ gespielt, habe das dann nochmal verglichen mit MW3 Zombies und was mir aufgefallen ist, ist einfach, dass beides nicht so das Perfekte, sage ich mal, ist. Problem ist, oh, Königliche Hoheit startet direkt mit einer Spinne. Vielen, vielen Dank. Danke für deinen Support, ey. Danke dir. Wo war ich jetzt? Genau, also, Problem ist jetzt aktuell, MWZ ist neu. Es ist was Neues, man kann endlich was spielen, was, ja, etwas erkunden. Man, ne, es ist nichts, was langweilig ist, sag ich mal. Ich möchte nicht sagen, dass MWZ langweilig ist oder so. Problem ist halt, dass DMZ momentan langweilig ist, weil dort, ja, nichts mehr gemacht wird aktuell. Nicht großartig viel, was gemacht wird. So, dass sich bei beiden Seiten nichts tut. Sprich also, ich hätte jetzt die Wahl, okay, MWZ weiterspielen, was neu ist, wo ich Waffen leveln kann, wo ich Aufträge erfüllen kann, neue Dinge erkunden kann und. Zu DMZ, wo das Game jetzt eigentlich schon seit einem Monat eigentlich gleich geblieben ist. Und ich wüsste auch gar nicht mehr, was ich da machen soll. Klar, man könnte dort auch Aufträge machen, aber ja. Nee, das ist irgendwie nicht so das Wahre. Weshalb ich dann gesagt habe, okay, gut, ich habe jetzt in MWZ mir, sag ich mal, so eine Routine geschaffen, wie ich jetzt das Spiel beginnen werde als Solospieler. Und das, muss ich sagen, läuft ganz gut. Also ich habe mich jetzt ganz gut eingespielt. Es macht Spaß und es ist gar nicht mehr so schwer, wie es vorher war anfangs. Lag aber daran, dass ich halt, ja, sag ich mal, zu unerfahren war in diesem Modus, aber das kommt ja alles mit der Zeit. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, okay, gut, MWZ wird erstmal weitergespielt. Ich guck mal, wie die Runden heute verlaufen werden. Ich habe gestern nur noch eine Runde MWZ gespielt und das war es dann auch, heute noch gar nicht. Und ja, mal schauen. Ich habe auf jeden Fall meine Mission, die ich definitiv weitermachen werde. Ich muss sie auch weitermachen, denn ich möchte relativ zügig den zweiten Waffenslot freischalten. Ja, einfach weil sonst wüsste ich nicht, warum man MWZ spielen sollte. Ne, ohne Aufträge macht das Spiel eigentlich schon ja keinen Sinn mehr. Genau. Und dann habe ich eine Mission, das mit der Energiemine, dass ich die gegen Söldner einsetzen muss. Problematisch dabei ist, dass MW3 aktuell auch, und das ist ein anderes Thema, lohnt es sich überhaupt 80 Euro oder 100 bzw. 110 Euro für Konsolenspieler für das Game auszugeben, was eigentlich ja ein DLC ist, was total viele Bugs beinhaltet, Fehler vom System selber her jetzt. Na, also ich habe auch gelesen, viele haben Spielabbrüche gehabt, haben ihre ganzen Sachen verloren. Ich bin zum Beispiel gestern in einer Runde rausgegangen und hatte plötzlich meine drei Plattenweste, die war weg, mein Rucksack war weg. Das sind so Dinge, finde ich, wenn man 80 oder 100, 110 Euro bezahlt, dürfte sowas eigentlich gar nicht mehr so großartig passieren. Ja, die haben ein Jahr Zeit, ein Spiel zu entwickeln. Also noch nicht mal jetzt ein komplett neues Spiel. Das ist eigentlich ein Spiel, was schon längst auf dem Markt ist, was einfach nur überarbeitet wurde, mehr ist das gar nicht. Und trotzdem hauen die solche Sachen raus. Ne? Gestern im Stream habt ihr ja auch gesehen, beispielsweise die Szene oben im Kran. Ich konnte da nicht mehr weg. Das ging einfach nicht mehr. Und ja, da verstehe ich natürlich, wenn der ein oder andere sagt, jo, die 80 Euro oder die 100 Euro, die hätte ich gerne mal wieder zurück, weil das ist ja Kacke, was soll ich denn damit? Das Spiel ist so verbuggt. Ja, gestern hatte zum Beispiel Fizi auch nochmal gesagt, der kam ja kurz in Discord rein und hat gesagt, er kennt noch viel, viel mehr Bugs oder hat noch viel mehr gesehen. Ja, und ich habe, glaube ich, gestern nur so einen Bruchteil davon gesehen. Und ja, was soll man dazu sagen? Und dafür gibt man eben Geld aus. Nichtsdestotrotz habe ich immer so die Hoffnung, bin da optimistisch, dass Activision da einfach mal einen Patch rausbringt, wo das alles nochmal ja, glatt gebügelt wird, sage ich mal. Trotzdem gibt es wieder Dinge im Spiel, die viele Spieler wahrscheinlich ab jetzt machen werden, nämlich EXP-Farm, sowohl Level, also ne, das eigene Level oder Waffenlevel. Da gibt es so ganz einfache Tricks, aber ich denke mal, das hat sich jeder von euch schon inzwischen gedacht, wie man das machen kann. Ich gehe mal direkt in eine Runde.
ja, mit einer Drei-Platten-Weste, direkt gib ihm. Viele gehen jetzt einfach zum Exfil-Punkt, rufen Exfil und ich denke mal, der ein oder andere, der von euch jetzt schon den Zombie-Modus gespielt hat, der wird gesehen haben, dass wenn man den Exfil ruft, dass ultra viele Zombies auf einen zukommen. Ja, und dann gibt es diverse Granaten, die man reinschmeißt, ne, die Zombies anziehen und bei so einem Haufen mit Doppel-EP, was meine ich wieder, Shepard, auf jeden Fall. Und das machen momentan einige Leute. Ich hab's jetzt bis jetzt eben nur auf Social Media Plattformen gesehen, jetzt noch nicht in-game, ich bin jetzt gleich mal gespannt, ich gucke mal ein bisschen so gezielt auf die Karte, wer so am Exfil, so am Gammeln ist und das die ganze Zeit macht, weil manche Leute, die machen das scheinbar wirklich die vollen 45 Minuten am Exfil chillen und immer wieder ein Exfil rufen, ja, und die tun sich darauf auch richtig vorbereiten, die holen sich dann eine schöne gepunchte Waffe, die ist am One-Hit für die Level 1 Zombies und dann gib ihm. Eine andere Sache auch, in meinem letzten Video, was ich heute hochgeladen habe, da hatte jemand kommentiert, ich habe den genauen Wortlaut nicht drauf, von wegen, dass die Zombies ja sowieso alle drei, zwei bis drei Zombies sowieso Muni droppen. An sich ja, in der Zone 1 vielleicht, aber Zone 2, wer sich das Video vielleicht auch mal weiter angeschaut hat, derjenige hat es wahrscheinlich nicht gemacht, wird gesehen haben, dass in Zone 2 oder Zone 3 die Zombies nicht mehr so viel Munition droppen, wie derjenige das so kommentiert hat. In der Zone 1 ist okay, ja, gehe ich mit. Zone 2 und Zone 3 ist eben nicht so. Da geht einem tatsächlich die Munition aus, weil die Zombies einfach stärker werden, ne? Gerade dann, wenn man noch eine gepunchte Waffe hat auf Stufe 1 und nicht Stufe 2 oder 3, dauert das ja sowieso nochmal die Zombies ja, zu töten. Ja, und dann sind wir wieder in Urgistan. Mal schauen, was hier so geht. Ich bin gespannt. So, das Erste, was ich wie immer mache, warte mal, erstmal, guck mal, Packet Burst jetzt schon, wird mir angezeigt links. Die Server, die sind aktuell so, naja. Ich denke mal, die Server, die sind komplett ausgelastet. Ich habe mich gerade bei Battle.net angemeldet und Battle.net-Server waren ausgelastet. Beziehungsweise ja auch die von Call of Duty. Und ich vermute, gestern im Stream war das nichts anderes um diese Uhrzeit. Denn die einen oder anderen haben ja geschrieben, dass der Stream laggt. Ich habe mir im Nachhinein den Stream nochmal angeschaut. Der hat nirgendwo an keiner Stelle geleckt. Sprich also, ja, da ist YouTube so ein bisschen mit dran geschult gewesen, beziehungsweise alle Streamer, die, ja, genauso wie ich auf die Idee gekommen sind, an dem Tag zu streamen. Und ja. Dann hatte ich gestern noch was ganz Interessantes. Das hat man im Video nicht gesehen. Ich habe im Video gesagt, dass man hier, wenn man hier reingeht, wo diese Zysten drin sind, dass man da einfach reingehen kann ohne Maske. Ich habe mich direkt korrigiert. Das war hier nicht so der Fall. Bei den, ich kann nicht mehr schießen. Ja, ist vorbei. Gerade noch von Server und sowas gesprochen. Tja, aber noch wichtiger ist, wer alles am Start ist. Moin Alex, Heiko und grüß dich, Barbos, königliche Hoheit. Schön, dich so zu nennen. Moin Bean, Domitz, Sven, Dangerous Dragon, moin moin, Ultra Richie, Fragsport, Markus, Herbie. Dumme, man kann auch nicht mehr mit einem anderen Team exfiltrieren. Wie bitte was? Warum das denn? Warum geht das denn nicht? Moin Wurzi. Und alle anderen, die anwesend sind und sich gerade am Chat nicht beteiligen, einen wunderschönen guten Abend. Moin Otze, Stankonia, guten Abend. Ganz komisch. Ja, die Server, die sind... Läuft nicht so, ne? Läuft nicht so. Habe ich wenigstens meine Ausstattung noch? Ja, habe ich. Sehr schön. Gehen wir wieder rein. Ja. Und das ist das, was ich meine, ne? 80 bis 110 Euro. Die sollten das vielleicht so wie Rockstar Games machen. Ja, Rockstar Games übrigens am 6. Dezember oder 7. Dezember kommt der offizielle Trailer zu GTA 6. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Mal schauen. Übrigens, wer es noch nicht gemacht hat, gerne Like und Abo da lassen, würde mich über einen Support sehr, sehr freuen. Sauber. Wenn man vom Teufel spricht, stürzt der Server ab. Ja, mit Ankündigung. Stimmt also nicht. Also, beziehungsweise, ne, anders. Das stimmt ja also, was ich sage, ne? Markus, hi, was sagst du jetzt so? Ja, sag ich gleich nochmal. König, ich feiere dich übelst. Danke dir. Moin Ingo, moinsen, Mike, Abend.
Ich finde MWZ eigentlich geil. Ich finde es geil. Ich weiß aber nicht, wie es auf Dauer langfristig aussehen wird, weil das eben PvE ist. Nur DMZ kann ich auch nicht spielen, weil DMZ, ja, weiß ich nicht. Da fehlt wirklich so ein Mittelding zwischen DMZ und MWZ. Irgendwas dazwischen fehlt. Die müssen, weiß ich, das muss irgendwie so zusammengreifen. So. DMZ ist aktuell zu wenig, viel PvP. MWZ sind sehr, sehr viele Zombies. Wobei, Zombies sind auch nicht mehr das Problem, weil ich habe ja gesagt, ne, wenn man vorher in Zone 1 genügend Geld farmt, die Waffe puncht, Ether-Werkzeug nutzt und die Dosen, dann ist das relativ easy zu spielen. Ne? Es ist schwierig. Ich tendiere jetzt aktuell aber tatsächlich, und ich habe jetzt meine Meinung auch wieder geändert, ne? Also der ein oder andere, der gestern den Stream noch zu Ende geschaut hat, da war ich ja richtig pissig und da habe ich auch DMZ gespielt und ich habe auch gesagt, DMZ ist am besten. Das habe ich aber relativ zügig wieder zurückgenommen, weil das war ja aus den Emotionen so heraus, das war gar nicht mal objektiv betrachtet, sondern eher subjektiv. Deswegen bin ich aktuell, tendiere ich zu MWZ, ja. Weil Movement ist geil, eine neue Map, eine neue Herausforderung, neue Waffen, ja, neue Aufträge, alles einfach neu. Und deswegen tendiere ich momentan zu MWZ und nicht zu DMZ. Sobald DMZ ein Update rausbringt, Season 6 Reloaded beispielsweise, wo ich jetzt inzwischen am Zweifeln bin, dass sie das wirklich rausbringen, werde ich zu DMZ, denke ich mal, wieder zurück switchen. Vorerst aber nicht, nee. Teuerste DLC überhaupt, ja. Würde ich auch sagen. Moin Luminos, moin Robert. Sammy, grüß dich, ey. Was geht? Ja, ich war, ja, Barbos, ich war gestern sehr sauber und jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Also, moin Türk, grüß dich. Inzwischen geht's. Ich sehe gerade, ich habe meine Nahkampfwaffen gar nicht dabei. Na, also hier wird wirklich viel Munition gedroppt. Leichnam verfallen. Aber Zone 2 gleich eher weniger. Ja gut, ich mache mal eine Mission, ich muss ein bisschen looten und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, PvP, insgesamt gebe ich dir recht, PvP fehlt, ja, aber PvP passt hier absolut nicht rein. Ist Fakt Nummer 2 einfach. Das ist Fakt. Na, und ich habe meine Dosen ja mit reingenommen. Der faute Stil entfernt. Das ist einfach ungewohnt zu spielen. Das war für mich, denke ich mal, gestern auch so ein Punkt, weshalb ich dann so einen leichten Ausflipper hatte, weil ich eben nicht der Typ bin, der permanent rumrennt und permanent lootet, lootet, lootet und wieder lootet. Das ist ein weiteres Problem eben. Ich bin da, was das angeht, war ich einfach zu ungeduldig. Ich habe mich darauf gar nicht eingelassen, sondern ja, bin einfach direkt steil gegangen und habe gesagt, nee, Drecksgame, gar keinen Bock mehr. Aber nee, ist nicht so. Also, ist schon gut gemacht alles. Ja, moin. Einmal kurz rumgelaufen. Ich dachte, das wäre außen. Aber da außen ist doch was. Okay, erstmal einen Auftrag nehmen. Waffenversteck hört sich ganz gut an. Ja, das Einzige, was auch ein bisschen OP ist, was hart ist, sind die Söldner. Die sind wirklich sehr, sehr stark. Und mit einer Einplattenweste da irgendwelche Aufträge zu machen mit einem Söldner, ja, das ist schon ein bisschen blöd, ne? Also, da muss man wirklich sehr, sehr viel mit Deckung arbeiten, weil anders geht's nicht. Guten Abend, Robert. Ich spiele aktuell mit Randoms, aber ständig lieben, wenn die down sind. Aber vorher schön noch in die dritte Zone mit einer oder zweier Weste, um einen Auftrag zu starten. Ja. Dazu sage ich gleich mal was. Wenn PvP drin ist, würde es für die Solo-Spieler. Ja, das würde wirklich sehr, sehr schwer sein. Das stimmt wohl. Ach, guck mal, wenn man zu nah dran kommt, da ist auch schon ein Spieler. Alles mitnehmen hier. Kohle. For free. Ey, der hat ja gar nichts gedroppt hier. Namens Fredo. Fio, moin. Hast du schon mal Fleischstücke in die Hunde? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Wollte ich jetzt machen. Ich habe gestern tatsächlich auf Stream noch weitergespielt. Und dann ist mir tatsächlich auch aufgefallen, was das für Items sind, die ich teilweise aufgehoben habe. Und dann wusste ich auch sofort, Sammy hat es eigentlich gesagt, für diese
für dieses Gebär. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Na, was hier auf der Map ist, wo ist das denn? Beispielsweise. Ich sehe es jetzt gerade hier. Das hier zum Beispiel. Na, da wissen wir inzwischen auch, was da reinkommt. Und dann wusste ich auch sofort, was in die Hundehütte rein muss. Ist ja immer noch hier. So. Geld muss sein. Oh, ja. Oh. Ah, das lohnt sich auf jeden Fall richtig kaputt zu machen. Ich merke schon. Sehr geil. wenn ich es retten will, dann verlassen die das Game. Ah, ja, das ist mies. Das machen fast alle nur noch diesen Exfil-Kram. Ja, komm, wir gucken mal auf der Map. Da. Da ist einer am Exfil. Merkt euch den. Und den würde ich mir vielleicht auch merken. Und den. Guck mal. Also zwei, drei Leute insgesamt sind auf jeden Fall schon mal am Exfil. Nehme ich mal mit. Nehme ich auch mit. Bumm. Ja, Affe ganz wichtig. Affe mit Waffe. Aber dass ich das hier nicht gesehen habe. Warte mal, da ist ja noch was. Ach, Digga, das habe ich gerade eben gelootet. Guck mal, der gehört jetzt mir. Du gehörst mir. Hier, das zum Beispiel. Das gehört da in dieses Geschütz rein. Dreimal. Wusste ich vorher nicht. zum Thema mit, ach so, genau. Ihr könnt mal gerne mal reinschreiben, jetzt in den Live-Chat, aber hinterher auch, wer jetzt erst nachträglich zuschaut, moin moin. Könnt mal gerne kommentieren oder in den Live-Chat jetzt schreiben, was ihr für Erfahrungen gesammelt habt. Bis jetzt, immer wenn ich tot war, ich wurde bis jetzt nicht einmal aufgenommen, tatsächlich. Fand ich ein bisschen heftig und fand ich schade, weil es ist immerhin ein PvE-Modus, ne? Und viele sind davon ausgegangen, ja gut, wenn es ein PvE-Modus jetzt ist, dann hilft man sich gegenseitig, aber ich hatte nicht so das Gefühl. Moin, Kevin! Ein und toter weniger. Ja, das Geld, ob es das Geld wert ist, Fedo, ist, ja, schwierig. Schwierig zu sagen. Weiß ich nicht. Nee, ich würde sagen nein, weil mal ganz ehrlich, was haben die gemacht? Die haben, natürlich darf man jetzt diese 80 Euro oder 100 Euro nicht nur auf das, auf den Zombie-Modus fixieren, ne? Man muss natürlich auch alles andere drumherum sehen. Die Kampagne kostet Geld, okay, gut, die Kampagne, die war sehr gut, Minuspunkt, Pluspunkt, Grafik war geil, Story war geil. Mehrspieler-Modus sind alte Maps, mal ganz ehrlich, da hätte man auch einfach ein Remaster daraus machen können und das bei MW2 reinpacken können. Mal, ne, also wäre, denke ich mal, auch möglich gewesen, haben sie aber nicht gemacht. Keine Ahnung warum, weil es ging wahrscheinlich um Geld, ne? Und weiterer, das war ein Minuspunkt, weiterer Pluspunkt ist Movement und sowas. Ich meine, das hatten wir in den Games auch lange schon davor, aber jetzt aktuell ja, haben die es auch wieder einfach eingepackt, ne, obwohl es eigentlich schon auch existiert hat. Ist auch die Frage, warum die das geändert haben. Ne, um wahrscheinlich einfach irgendwas Neues zu bringen. Dem Sieger gehört die Beute. Gut gemacht, Deadpool. Warte mal, warte mal, warte mal. Nehmen. Ja, und das nehme ich mit. Klar. Also je mehr Selfies, desto besser. Oh, hi, Maker. Nehme ich mal mit. Ein toter Feind terminiert. Sehr geil. Okay, Muni und sowas habe ich alles. Ich werde erstmal die Highmaker punchen. Ich habe auch fast genug zusammen. Oh, guck mal, hier ist sogar. Da ist die Packer-Punch-Station. Ich hätte eigentlich noch was zu verkaufen, aber. Na gut, dann lasse ich mir das für Stufe 2, weil dann kann ich nämlich in. Ja, jetzt gleich in Stufe 2 rübergehen. Zone 2. Ja, KKHTV, das habe ich auch mitbekommen, dass viele die ganzen Pakete, die ganzen Downloads nochmal machen durften. Das ist natürlich auch super assi, ne? So, ich werde die Highmaker punchen. Oh, sieht gut aus. Easy. Coole Waffe, macht Spaß. Bonuspunkte. So. Das ja. Hab ich schon mal gesehen. Die Sendung hat das Ding. Es gibt die
Ich habe sogar eine Maske. Ja, das Ding ist halt, wenn man hier reingeht. Also ich gehe hier eigentlich ungern rein. Genau deswegen. Genau deswegen. Weil die Zombies, die drängen einen so in die Ecke, dass es sagenhaft. Moin Smokey. Ein und toter weniger. Hier ist schon mal nichts da. Ach du Scheiße, jetzt geht's rund hier. Deswegen immer schön rausgehen. Das macht nämlich gar keinen Sinn, ey. Das ist so nervig. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Oh, sauber. Erledigt. Ey, Mecker macht schon Laune. Ist schon gut. Du, ich würde eigentlich DMZ auch treu bleiben, nur DMZ geht aktuell nicht weiter, so weißt du, was ich meine? Ich würde das so gerne weiterspielen, kein Scheiß, aber es ist einfach nicht möglich. Es ist nicht möglich, weil es ist saumäßig langweilig, weil da aktuell nichts Neues rauskommt. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier wirklich alles gelootet bekomme. Ja. Die Dose nehmen wir mal mit raus. Für nachher. Das hatte ich alles, ne? Ja. Okay. Geld, Geld, Geld. Haben wir hier vielleicht nochmal... Oh, ja. Hat er mitgenommen? Sauber. Hier ist noch ein bisschen Geld. Gut. Das mit den Perks, das finde ich natürlich richtig geil, ne? Ja, das wäre wirklich geil. Also DMZ hat so viel Potenzial. Ich verstehe leider auch nicht, warum die das nicht weiterführen. Es ist so schade. Die hätten das also in MW3 ruhig mit integrieren können. Dann hätte ich gesagt, ja, wisst ihr was, Alter, hier, nehmt die 80 Euro, hier. 100 Euro, nehmt euch die 100 Euro, ist mir wurscht. Ihr macht DMZ weiter, alles klar, bin ich voll dabei. Bezahle ich, gar kein Thema. Aber nein, nee, wir bringen jetzt nur in MW3 den Zombie-Modus raus und DMZ lassen wir mal komplett weg. Alles klar. Müsst ihr wissen. Hochrangige Sehe. Ich liebe diesen Begriff. Ausweidemesser. Passen Sie nur auf, dass es nicht auch auf Sie zielt. Oh, mit einem Messer? Eigentlich auch ganz cool. So, dann machen wir mal die Ziele da. Hattet ihr das auch, dass die Feld-Upgrade-Ausrüstung buggy ist? Ich konnte die irgendwie ab einer gewissen Zeit nicht mehr zünden. Keine Ahnung warum. Wenn man mit Truppe auf 5 spielt, ist es dann hier. Leichnam verfallen. Vielleicht sogar die andere Waffe. Theoretisch kann ich mal, aber nicht. Sind Sie bereit, das Kopfgeld zu verdienen? Ja, wo ist er denn? Ziel ist ganz nah. Singularität eingesetzt. Platziere Energieladung. Immer schön auf den Arm schießen. Geht ja viel einfacher mit dieser Waffe. Echt jetzt? Nur das? So nicht dein Ernst. Oh, schade. Doch, ich finde doch, dass man MWZ mit DMZ vergleichen kann, weil es ist im Prinzip der gleiche Modus. Es geht um das Gleiche. So, das Kernige von dem Spiel ist gleich. Deswegen finde ich das vergleichen. Grafik, Movement, kann man nicht vergleichen, gar keine Frage, aber an sich finde ich doch schon, weil das ist ja abgeschaut, das ist ja, also du kannst mir nicht sagen, dass die MWZs unabhängig von DMZ entwickelt haben, da werden viele Sachen von DMZ mit reinfließen, also schon allein die Aufträge, wie das alles aufgebaut ist, wie man spawnt, die Exfills,
ich finde doch schon, dass man das vergleichen kann. Man kann das halt vielleicht mit dem Inhalt, mit dem, also Hintergedanken mit Zombies und sowas, ne, im Vergleich zu Al-Mazra, ne, wo nur Söldner rumlaufen, vielleicht nicht vergleichen, aber ich finde doch schon, dass man das vergleichen kann, dem Set auf jeden Fall. Bestätige Zombie-Abschuss. Ja, warte mal, ich gehe erstmal zum Shop. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie das erstmal so laufen lassen mit Dreier-Trupps. Ich finde das auch schade, weil es wurde viel gezeigt und auch gesagt, dass man, ne, als Sechser-Team etc. und sowas rein kann. Ist aber alles gelogen, ne? Also, was heißt gelogen? Es wird wahrscheinlich irgendwann später im Verlauf des Spiels kommen. Genauso wie Warzone und allem drum und dran halt, ne? Wisst ihr, was auch krass ist? Dass die Leute, wenn ihr denen helft, die beschweren sich. Und sagen so, ja, warum helft ihr mir? Was hat einer gestern geschrieben zu mir? EXP-Stealer. Da bin ich so auch so, Alter, Junge, was ist denn los mit dir? Also andere Probleme hat er nicht, ne? Hätte ich vielleicht rausnehmen sollen. Ich weiß gerade gar nicht, wenn ich die aktiviere. Ah ne, das Switch. Okay, das switcht ja immer um. Ich bin blöd, sorry. Ich baller mir die Dinger rein wie die Dosen, aber ist ja gar nicht so. Okay, es wird nicht anmarkiert. Also. Gehe ich weiter. Nächste Auftrag da hinten. Kopfgeldjagd finde ich ganz gut. Das bringt irgendwie am meisten ein, habe ich so das Gefühl. Moin, Totti. Moin, Hundi. War bei mir auch, dass er Erfolg nicht angezeigt hatte und aus dem Spiel geflogen. Ah, ja. Ja, das ist total blöd. Ich zeige euch das mal mit dem Excel. Das ist geisteskrank eigentlich. Also wie viel... Kann ich EXP kann ich noch reinhauen, ne? Ach, Digga. Battle Pass. Hol uns hier raus, Fang. So, jetzt bin ich mal gespannt. Weil die Heimecker muss ich auch ein bisschen leveln. Aber nur, weil er so nett gefragt hat. So, mal, da kommt ein scheiß Konvoi jetzt. Die wollen's wissen. Zurückschießen. Gut. Okay. Na, das ist natürlich Zone 2. Zone 1 wäre es natürlich alles einfacher. Energiemine geht raus. Verbautes Ziel entfernt. Aber gut, mit Pack-a-Punch-Waffe Stufe 1 ist ja auch alles gar kein Thema so, ne? Und? Ja doch, die droppen. Ich finde das auch blöd, dass er das irgendwie nicht selber einsammelt. Bestätige Zombie-Abschuss. So, dann laufen jetzt auch noch die Söldner rum. Ah, warte mal, die Söldner, die brauche ich sogar. Warte mal, ich brauche meine Feldausrüstung. Ich bin für Missionen einfach nicht gemacht, ey. Sag ich euch, wie es ist. Platziere Energieladung. Ich hab getan, was ich konnte. Kommen die mir hinterher? Kommen die mir nicht hinterher? Die müssen da nämlich durchlaufen. Ja, Kopfgeld ist auch am einfachsten. Heute mache ich wieder bis 0 Uhr, 1 Uhr circa. Kann sein, dass ich mal kurze Breaks haben werde.
aber ja. Das sollte uns einen Vorteil verschaffen. Könnt ihr mal bitte hier hinkommen, ey? Mein Gott. So, kann ich auch nochmal tauschen. Let's go. Moin, Maxel, grüß dich. Prossi, grüß dich. Ja, ich versuche das jetzt gerade hier mit dem Zombie-Modus ein bisschen positiv auch noch zu sehen. Deswegen heute ein ganz positiver Stream von mir. Pro MEZ. Denn was anderes bleibt uns nicht übrig. Ist einfach so. Das ist Fakt. Was sollen wir machen? DMZ können wir nicht spielen. Also, wenn ihr DMZ zocken wollt, dann macht es gerne. Ich persönlich finde es einfach zu langweilig. Hier habe ich wenigstens ein paar Ziele. Also, und ich finde das Movement, das ist auch so ein Punkt, was mich einfach zurückhält von DMZ nochmal. Oder generell von MW2. Das Movement ist hier einfach viel geiler. Guckt euch das an, wenn ich hier slide. Ich kann das immer schön abbrechen. Ich kann während des Slides schießen und. Das sind so Dinge, die haben mir einfach die ganze Zeit gefehlt bei ME2. Oh, guck mal, eine langlebige. Nehmen wir mit. Die nehmen wir aber trotzdem mit. Oh, warte mal. Die kann man auch durchgehen. Haben wir hier noch was? Ne. Okay. Gut, dann geht's wieder. Einfach mal für mich raus. Zur Mission. Zum Auftrag. Ja, das mit der Mission, das ist irgendwie ein bisschen kacke. Ich habe mir das anders vorgestellt mit der Energiemine. Ich dachte, das geht ein bisschen schneller. Aber gut. Oft ist es halt so, dass diese Söldner-Bereiche hier... Sehe ich auch gar nicht, wo es ist. Gut, ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, aber... Dass sie schon einfach leer gelootet sind, weil da andere Spieler waren. Ja, das ist mir auch aufgefallen, Herbie, dass viele tatsächlich nur auf Stufe 1 und maximal auf Stufe 3 unterwegs sind. Ich muss die Waffe unbedingt punchen. Reicht nicht aus. Ich punch die Waffe erstmal, bevor ich da hingehe. Habe ich hier irgendwo Pick-a-Punch? Pick-a-Punch! Pick a punch. Nicht? Digga, warum muss ich denn nicht da? Markiere Pick a punch Position. Oh, nee. Ja, dann gehe ich doch erstmal da zum Ziel. Mach das eben. Warzone wird auch wieder dabei sein. Jo. Zu Season 1 Beginn im Dezember. Genügend Platz, Alter, was laberst du da? Zu nah an anderen Spielern! Ja, so muss das sein. Ja, der zieht. Da hatte ich gestern auch zwei so hier Nies gehabt. Die, an den Typen so nah rangelaufen sind. Der hielt sich ja immer wieder. Scheiße, Alter, mit der. Okay, ich dachte, das macht ein bisschen mehr Damage. Aber... Okay, pass auf. Nee, nee, das macht keinen Sinn. Ich krieg auch für Schnauze sonst. Definitiv. Moin Hellboy, was geht, ey? Ja, bei mir ist alles fit und bei dir? Moin Leon.
Ich finde es total schade, dass sich so viele über MW3 aufbringen. Ich weiß nicht, was die Leute erwartet haben. Für den Zombie-Modus und allgemein MW3 richtig, richtig geil. Ja, das geht eigentlich darum, dass es eigentlich für, zu viel verlangt ist für... Ja, das hier. Für MWZ, was Cold War-mäßig ist. Was eigentlich alles überarbeitet wurde. Mehr ist es nicht. Und klar hat man sich das zurückgewünscht, aber nicht für diesen Preis. Darum geht es eigentlich so. Wenn man so Preis-Leistung so sieht, ne, die ganzen Server, die schmieren ab momentan. Bugs, Glitches. Ja. Es hat so das gewisse Etwas gefehlt, um zu sagen, yo, das ist es wert, dieses Geld zu bezahlen. Das ist das Einzige, was mich einfach stört, dass sowas fehlt. Alles andere so, ich, wie gesagt, ich finde das Game auch gar nicht schlecht. Ja, als wäre, ja, das ist schon was Neues, finde ich. Also, ich wüsste jetzt nicht, dass es so extrem ist. Also, so viel in dem Spiel, also ich bin so ein Spieler, mir fällt sowas eigentlich gar nicht auf. Mich stört sowas eigentlich gar nicht. Und hier in diesem Spiel ist mir das ganz extrem aufgefallen. Und ich finde doch, dass das schon so ein Zeichen dafür ist, dass das auf jeden Fall überhand nimmt. Vor allem dann, wenn Leute einem sagen, ja, du, das, was du gesehen hast, das ist noch lange nicht alles. Und ich habe schon einiges irgendwie so gesehen. Also, durfte ich auch selber miterleben. Das ist das Schlimmste. Leichnam verfallen. So. Dann laufe ich mal zu meiner Mission wieder zurück. Ja, Leon. Das Gute ist hier, ne, man hat coole Aufträge an sich, die man erfüllen kann. Und das sind so Aufträge, die machen auch Spaß. Weil das ist nichts großartig, was, also... Gerade jetzt im An, ich kann nur von Akt 1 jetzt sprechen. Das hat nichts mit irgendwie Looten und was weiß ich was alles zu tun. Was im DMZ ja ein bisschen anders auch aktuell ist. Das wird helfen. Oh, guck mal, ein Juggernaut. Rezi. Ja, nehmen wir doch alles mit. Sehr, sehr geil. Okay, hier ist diese Dingsbums. Eigentlich. Aber ich hole mir mal einen Juggernaut dafür. Oder warte mal. Kann man sich am besten einen Juggernaut holen? Ich gehe, glaube ich, gleich in Zone 3 noch eben rüber. Ich glaube, das macht mit der... Ah, nee, mit der Heimecke wird das keinen Sinn machen, aber egal. Oh, scheiße. Erstmal muss ich meinen Auftrag zu Ende bringen. Oh, Jason, sagst es. Genau so. Ja, ja, DMZ hat mich auch gepackt, ja. Wenn ich das jetzt immer wieder spiele und so, ja. Wobei ich bin jetzt aktuell eben damit auch zufrieden, muss ich auch wiederum sagen. Aber wie gesagt, ist halt die Frage, wie lange, ne? Das Spiel ist jetzt seit 2 Tagen offiziell raus. Also seit, ja, seit einem, ja, ne? Heute ist der 11., wenn man so aufs Datum achtet, so ein Tag. Moin, Nikolas. Eigentlich kann man dazu, deswegen sage ich ja, man kann da noch keinen Haken hinter MWZ auch setzen. Es ist schwierig. Meine Meinung, die schwankt auch immer wieder. Immer wieder. Also es muss wieder irgendwas passieren und dann sage ich vielleicht dann doch wieder das. Ja, ganz heikles Thema, finde ich. Ich finde es eigentlich auch nur schade, dass die Spieler hier ja, einen irgendwie nicht aufnehmen. Ne? Also ich habe jetzt die Erfahrung nicht gemacht. Die fokussieren sich sehr auf ihr Ding. Klar, verstehe ich auch so, aber... guten Schaden macht die Heimecker jetzt aber nicht, ne? Oder? Was würdet ihr sagen, Heimecker? Priester mal draufballern.
123 ist unterwegs. Angriff erfolgt. Geschütz aktiv. Guck euch das an. An den Damage an. Ich mach das jetzt knallhart. Auf deinen Juggernaut ein. Was los, ey? Aber ganz ehrlich, das werde ich auch irgendwann irgendwo anders finden. Moin Patrick, grüß dich. Moin Capone. Doch, MW3. Inwiefern offen? Na, ein Lupus. Ach, den Juggernaut, den hat man gar nicht so lange. Ja, moin, mein Geschütz hat es einfach mal zu Ende gebracht. Aber einmal den Juggernaut gehabt. Sehr geil. Stufe 1 zu verbessern. Okay. Das brauche ich ja nicht. Hier, ja. Zack, zack, zack. Gut, die Waffe ist also auch gepuncht. Brauche natürlich noch ein bisschen Kohle. Ja, ich wurde, Leon, ich wurde auch schon von unsichtbaren Kreaturen angegriffen. Soundbugs sind auch voll der Hit hier aktuell. Du gehst jetzt mir. Namen Mr. Fister. Barrera hat den Kontakt zu einem Team verloren, das neue Ausrüstung testen wollte. Finden Sie heraus, was passiert ist. Oh, 14 Minuten noch, ja. Die Wunderwaffe, die Baupläne, ja, die Baupläne, die sind irgendwo, ne? Die Wunderwaffe, die habe ich also aus einer Mystery Box tatsächlich bekommen, nachdem ich dann gestorben bin. Ja, war richtig cool. Könnte ich also nur kurz mal spielen mit der Waffe. Ja, und die Baupläne, die sind super selten zu finden, ne? Genauso wie andere Baupläne, die einem das Spiel eigentlich hier viel einfacher machen. Beispielsweise, dass man eben mit einer gepunchten Waffe schon startet, ne? Hm. Lassen Sie nicht zu, dass Barrett das Team umsonst gestorben ist. So, dann machen wir das mal. Wenn sich diese Verdammnis schnell ausbreiten, Geräte wie das PNG können das verhindern. Aufgepasst, Einsatzteam. Herr, ist das überhaupt möglich? Bei mir sind die immer zurückgespawnt, die Zombies. Und wenn ich von Stufe 3 in Stufe 2 zurückgegangen bin. Ja moin, Höllenhund blockiert erstmal den Weg. Ich finde das so mit dem Perk so geil zu sehen, von wo die Zombies kommen, wo die ganzen Kisten versteckt sind. Ja moin. Da wollt ihr jetzt aber wissen, ne? Oh, ja. Willkommen bei der bärtigen Truppe. Unnormal, was hier immer so abgeht. Platziere Energieladung. Jo. Mittels meiner Frequenzstörungstheorie, wenn mein Akustikprofessor mich jetzt sehen könnte. Bestätige Alpha-Abschluss. Barrera wird mir sicher mitteilen, was er daraus gelernt hat. Ob ich es will oder nicht. Delphi ganz gut. Habe ich schon alles. Kann ich aber mit rausnehmen.
mach ich mal so. Da die Kiste, die habe ich schon aufgemacht. Haben wir hier irgendwo noch so andere Kisten? Ne? Platten. Okay, gut. Gehen wir mal zum nächsten Auftrag. Schauen wir uns nicht dahin. Prozent Akku. Jo, Drang, bis gleich. Man muss ja vorbereitet sein. Miller hier. Es gab eine kleine Explosion im Spind mit den Munitionsmodifikationen. Alle sind sicher, aber naja, wir wissen doch, was letztes Mal der Grund war. Kommen die denn jetzt alle her? Namen, da Yogi. Grüß dich. Ja, heute zocke ich nur Solo komplett. Ich wollte mal, ja. Mal so alleine ein bisschen vorgehen und ich wollte ein bisschen mehr mit Chat und sowas quatschen. Los geht's. Da kommt schon was. Ein und toter weniger. Ja, dieses Riesenvieh ist auch. Guck mal, vielleicht kann ich ihn ja zu meinem Slave machen. Nee. Ist er mit der Zipline jetzt runtergekommen oder was war das? Okay, wenn Insta-Kill dann. Und die Waffe auch nehmen. Läuft. Habe ich noch Insta-Kill? Ein paar Sekunden noch. Bestätige Zombie-Abschuss. Ahnung, falsch halte, sehr geil. Wie schnell der einfach platt ist. Das ist sogar einer mit der Pumpe. Noch einer! Gute Arbeit, Team. Ein Nachrichtpunkt weniger für unseren Feind. Terminus hat sicher ein paar nette Sachen hier gelassen. Gehören jetzt euch. Ja, toll. Paar nette Sachen, Alter. Bringt mir gar nichts. Wasser. Zack. Ein bisschen habe ich noch. Könnte theoretisch noch eine schnelle, eine fixe Mission machen. Kopfgeldjagdauftrag. Da unten. Übrigens habe ich ein neues Video rausgebracht, heute noch hochgeladen, so ein Mini-Guide, wo ich für mich selber, sag ich mal, eine Taktik entwickelt habe, womit ich super zurechtkomme, denn ich war anfangs komplett ja, verstreut hier reingegangen und das hat alles gar keinen Sinn ergeben, was ich so gemacht habe. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne ein Like da lassen, würde mich sofort sehr, sehr freuen. Und ja, ich habe mir nämlich gedacht, ich habe nämlich mal so geguckt, es gibt schon Leute, die haben sowas rausgebracht, aber diejenigen, die haben es selber nicht gespielt. Und ich persönlich verstehe es nicht, wenn man einen Guide macht und zeigt,
sollte man vielleicht nicht nur sagen, was man zu tun und zu machen und zu lassen hat, sondern man sollte es vielleicht den Leuten auch mal zeigen. Denn jeder kann sagen, ja, mach das so und so und so und so. Ja, und ja, toll. Also ich persönlich muss sowas sehen, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache das anders als die anderen. Ich sag euch nicht nur, wie es geht, ich zeige es euch einfach, wie ich es mache. Da schon wieder dieses gleiche Vieh da hinten. Labert doch nicht, oder? Nee, hör auf. Spawnen die immer wieder gleich? Ist das so? Gleich treffen Sie auf einen von Hugos meistgesuchten. Heißen Sie ihn auf Deadpool Arsch willkommen, okay? Da. Energiemine geht raus. Platen, Platen, Platen. Moin, Leute, ich hab nochmal. Grüß dich. Okay, Panzerplatten werden schneller reingesteckt. Und ich gehe rüber in die dritte Zone. Wo haben wir da Pack-a-Punch? Da hinten. Markiere Pack-a-Punch-Position. Ich meine, gut, ich habe jetzt nur noch 5 Minuten zu spielen, ne? Aber mal ganz ehrlich, was soll ich denn sonst machen? Gibt's hier nicht ein Auto oder sowas? Ja, da hinten. Ich hab hier einen Truck. Das Krasse ist auch, wie lange die einem hinterherlaufen, ne? Also, Feuer macht übrigens ultra viel Schaden, ne? Also... Das ist krass gewesen, als ich das gesehen habe. Wie viel Schaden mache ich dann so? Okay, du hast jetzt mir. Guck, One-Hit. Hä? Und alle anderen, die da drüber laufen, ebenfalls. Bestätige Zombie-Abschuss. Ja gut, das war ein Höllenhund. Aber trotzdem. Verschwinden wir. Let's go. Soundbug schon wieder. Okay. Sound ist wieder da. Ich wollte nämlich mal gucken, wie die Shotgun so ist. Auf Stufe 3. Wenn die ist ja auch lila. Sie irgendwie. Ah. Oh. Da bin ich fast runtergefallen. Kasimir geworfen. Ja, let's go! Mal schauen! Ich dachte, ich habe gerade ein Dingens gesehen. Aber ja, gut. Oh, Leute, warte mal. Ich brauche mal Munition. Haben wir irgendwo ein Munitionslager hier? Da hinten. Ich komme wieder dahin zurück. Wir testen das mal eben aus mit der, mit Mollo. Mollo, Mollo. Mullo, Mullo, Mullo. Ich Bullo, no, no, no. Da gibt's auch so ein Lied, so ein Rap-Song, oder nicht? Bullo, Bullo. Irgendwie sowas. Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Sieht auch wie Mullo, Mullo an. 2 Minuten habe ich noch. Wo ist denn die Zone? Die dann da oben. Ja, für die Zeit. Und dann gehen wir wieder hoch. Und dann bin ich mal gespannt. Weil ich bin der Meinung, wir haben letztens nämlich so auf so ein Vieh einen Mollo geworfen. Und das ging mit ihm so schnell zu Ende. Boah, Heimerker ist ja mal richtig, richtiger Rotz, oder? Gucken. Geh doch da rein, Mann. Wir haben nämlich nicht lange Zeit. Komm.
los. Guckt euch den Schaden an! Platziere Energieladung. Singularität eingesetzt. Er macht ja gar nichts. Oh shit. Komm, Muni! Muni! Ja, moin. Habt ihr das gesehen? Digga! Was geht denn hier ab? Ah, ich hab noch ein Selfie. Mehr Bugs, bitte! Moin Mario! Achtung! Boah, ich hoffe, die Muni, die reicht. Jetzt ist komplett vorbei. Jetzt ist er. So, das. Oh, Tommy! Oh, nee! Nicht du auch noch! Kacke, das gibt's doch nicht. Warum gibt es keine Munitionskisten? Ich pack mir jetzt gleich mehrere Molos ein. Ich gehe jetzt nochmal rein. Ich pack mir mehrere Molos ein und ich gehe jetzt nochmal rein. Und ich nehme die Basp. Denn die ist so krass. Schade. Moin Klaus. Mimika, Akt 1, ist das Story? Ist das nicht Story-Abschluss? Nee, Story-Abschluss ist was anderes. Moin, The Big Show. Ich würde gerne auch mal den Ätherwurm finden. Den müsste man ja auch platt machen. Gib mal eine Visitenkarte für. Eine Tagesaufgabe? Boah, du, mit Namen habe ich es gerade auch noch nicht. Moin, Krampfi.
Erledigen wir das Deadpool. So. Ich muss viel schneller die Aufträge erfüllen. Weil alles hier in Zone 1 jetzt. Okay. Bam, direkt mehrere Aufträge hier. Leute, ich habe keine Zeit. Ich mache jetzt erstmal die Aufträge. Kein Bock, mich mit euch zu kloppen jetzt gerade. Tun wir noch kurz bei der Munibox was. Und dann fahre ich mit dem LKW direkt zum Ziel los. Ich bringe uns hin. Let's go! Na, am Tor. Dieses Monstrum, das Sie da jagen, es ist nicht weit von Ihrer Position entfernt. Ja, den kann man eh nicht überfahren. Ja, lass mich mal nachladen hier. Vielleicht kriege ich da direkt einen Pack-a-Punch Stufe 2 raus. Ah, da bist du ja. Hallo. Ja, moin. Keine Muni mehr. Was zum Thema die, okay, ich habe keine von ihnen angeschossen. Große Bedrohung ausgeschaltet. Sehe ich da ein paar Energien? Gut, diese Waffe hat es in sich. Selfie, Napalm. Gut. Sauber. Muni, auf jeden Fall alles mit einstecken hier. Verschwinden wir. Ist nichts. Sporenkontrollauftrag markiert. Nächsten Auftrag. Wobei, eigentlich ist das so eine Runde, wo man jetzt looten müsste. Wo ich jetzt eigentlich nicht die Waffe punchen sollte. Aber damit ich in Zone 3 besser zurechtkomme, hätte ich doch schon gerne gepuncht. Zumal ich muss auch noch eine Waffe finden. Ein bisschen eine lila oder so. Dr. Barena hat den Kontakt zu einem Trupp verloren, der Äthersporen beseitigen sollte. Ich markiere sein Missionsgebiet auf der Karte. Sehr schön. Wir haben diesen Trupp mit einem Ätherhämmer losgesiegt, nachdem wir zyklonische Anomalien entdeckt hatten. Die Physik dahin. Sparen wir die Fachsprache fürs Labor. Wir müssen nur wissen, wie wir diese Sporen unschädlich machen. Man muss die Geometrie des Infraschallkegels an die Vibrationsfrequenz der Sporen anpassen. Hätte wissen müssen, dass das Aufmerksamkeit erweckt. Und auf den Anmarsch. Danke für dieses effektive Messer, Hugo. Nein, nein, Einsatzteam. Energiemine geht raus. Das ist kacke, ey.
Ich dachte, ich mache One-Hit mit der Waffe, aber das war mit dem Messer. Ach, du auch noch. Ja, doppelte Punkte muss ich natürlich jetzt mal ausnutzen. Auch keine Dosen oder was, ne? Nee, nee. Das ist so ein Nachteil dann, wenn man stirbt. Platziere Energieladung. Ein und oder weniger. Ah, Molly. Vielleicht einen Moment, aber sie haben sich bewiesen. Die Sporen hatten keine Chance. Okay, reicht es jetzt vielleicht? Ja, super. Cool. Ich freue mich. Aber egal. Geld, Geld, Geld. ACV-Eskorte-Auftrag hier. Eskorte. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich die machen sollte. Nee, das mache ich nicht. Bock nicht. Hab eine Ladung abliefern. Doch, ganz entspannt. Eine Pack-up-Station kann ich direkt eigentlich mal hin, ne? Aber nee, die Waffe, die will ich eigentlich gar nicht punchen. Nee, klasse, macht keinen Sinn. Wo muss ich hin? Der markierte Transporter hat Terminus-Waffen geladen. Schnappen Sie sich ihn und exfiltrieren Sie. Hm. Ja, stimmt, das sind ja Söldner. Die machen nochmal mehr Damage. Alles mitnehmen. Oh. Los, öffnet dieses Tor. Der LTV schießt sich nicht von alleine. Achtung! Oh, hier ist auch ein Lager. Ja, perfekt. Wo ist die Drohne? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Da. Plattenweste. Festungskarte. Sehr geil. Festungskarte ist richtig gut. Nehme ich gleich erstmal eine Festung ein, nachdem ich den Auftrag hier erfüllt habe. Geil. Okay. Also letztens an einem anderen Ort kam ich zum Beispiel hinten rein. Damit habe ich mich einfach durchgebackt. Wie auch immer. Was ist da ganz unten? Ja, let's go. Terminus Heli im Anflug. Das Blöde ist, wenn die Zombies mir über den Weg laufen, die machen mehr Schaden als der Heli. Moin Mazard, grüß dich! Läuft, läuft, läuft. Er schießt doch gar nicht. Doch.
schon irgendwie etwas zu easy, oder? Ja, das ist sehr schön. In der Zone war ich auch noch gar nicht. Das bringt nichts. Moin Achim. Hier müsste ja eigentlich auch der Ätherwurm erscheinen, ne? Weil ich meine, der erscheint erst, wenn die Zone sich ausbreitet. Soundbug. Objekt lokalisiert. Bewegung. Gucken, ob die da schon gelootet haben. Wobei, nee, warte mal, ich habe eine Festungskarte. Mensch. Festung. Festung. Infizierte Festung. Infizierte Festung. Infizierte Festung. Hä? Wo sind die normalen Festungen? Bin ich blind? Söldnerfestung. Let's go. Ja, wir kommen wohl, dass es in der DMZ entspannt geworden ist. Ich weiß nicht, vielleicht weil ich nie unterwegs bin. Aber ne, DMZ lasse ich momentan. Also das finde ich, denke ich mal, sobald ich hiervon genug habe, zocke ich wieder DMZ auf jeden Fall. Einfach nur so, um wieder Abwechslung so ein bisschen reinzubringen. Aber zunächst habe ich jetzt gerade hier so schon so ein bisschen meinen Spaß dran. Aber ich sage euch ganz ehrlich, also solo ist es viel, viel besser zu spielen. Weil zu zweit ist das irgendwie so keine Herausforderung. Ich weiß es nicht. Also das kann man auch ganz, ganz gut alleine spielen. Außer man möchte halt so größere Sachen machen, ne? Da ist das schon ganz gut, in einem Team zu spielen. So. Mal rein. Die sagen sogar heftiger Widerstand, ne? Ja, ihr seid ja auch noch da, ne? Ganz vergessen. Wie denn jetzt alle her? Junge. Okay. Clayton. Ja, bin safe. Ich hoffe, dass ich hier irgendwie einen großen Rucksack oder sowas finde. Einsatzteam. Ich hoffe, ihr habt Lust auf Gesellschaft. Wir haben auch alle Masken dabei, ne? Zwei Plattenweste, immerhin. Also hier eine Festung ist wirklich Bullshit, ne? Also...
Ma. Ja, was? Warum rusht ihr so? Elite. Ah, ich glaube, ich muss da oben bleiben, ne? Naja, die Zeit, die geht nicht weiter. Was sind zwei Plattenweste? Komm, gib mir den Rucksack. Oh, warte mal. Das nehmen wir mit. So. 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 So, 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 so. Wieder hoch. Safe weitermachen. Ich habe da gar nicht dran gedacht jetzt. Dass ich mich zu weit entfernen könnte. Mal gucken, was ich gleich rausbekomme. 29 Minuten noch. Ich habe gerade mal 8.755. Und ich habe jetzt, das ist glaube ich der dritte Auftrag, ne? Mal gucken, wer da kommt. Ah, wenn die zum... Ah, Exfil. Okay. Läuft bei denen. Molly muss ich auf jeden Fall behalten. Wäre natürlich cool, wenn ich das nochmal bekommen würde. Erntekugel muss ich auf jeden Fall gleich auch noch nehmen. Wenn ich schon hier bin. Wenn es hier schon rumfliegt. Komm, gib mir was Gutes. Jawollo. Drei Plattenweste. Öffnet Legacy Fort Türen. Könnt ihr mir sagen, was das ist? Das hatte ich letztens schon gehabt. Ich wusste nicht, was das ist. Legacy konnte ungestraft operieren. Höchste Zeit, dass wir dem ein Ende setzen. Ich weiß nicht, was das ist. Okay. Verschwinden wir. So, fliegt das Ding hier noch rum? Ja, da ist es. Kann ich ja gleich alles einsammeln, oder nicht? Karre ist gleich im Arsch. Energie geht raus. Leichnam verfallen. Oh, hier haben wir was. Hier, hier. Kaputt, okay. Nur mal zügig. Risiko nochmal mit Mystery Box anstatt Punchen. Ja, wobei doch schon. Ich mache das jetzt so, ich werde das alles für die nächste Runde verwenden, die Waffen, die ich jetzt finde. Dann will ich vielleicht noch ein paar Dosen oder sowas kaufen. Die Karte, die nimmt man leider nicht mit raus. Schade aber auch. Aber die Waffe, die geht gar nicht. Let's go. Das macht schon einen süchtig, ne? Also wer es ein bisschen Spielsucht verspürt, für den ist es nichts. Hm. Tag V kann man nehmen. SPX, bitte dich.
Ja. Ja, doch. Was sagt die Tack? Ein toter Feind terminiert. Gute Waffe. Komm, einmal noch. Spot sich. Say what? Warte mal, welche Waffe gebe ich ab? An die hier. Jawohl, MX Guardian. Ab die Post. Aber das ist natürlich auch blöd zum Beispiel. Ich habe jetzt die MX Guardian rausbekommen, das ist cool. Aber die ist in der nächsten Runde halt nicht mehr lila. Das ist so etwas kacke. Ich habe feindliche Festung im Blick. Ich habe eine 3-Platten-Weste, aber mir fehlt noch ein Rucksack. Dann kann ich in der nächsten Runde besser durchstarten. Und vielleicht sollte ich auch zum Shop gehen. Namen Thorsten. Ja, dass er bei DMZ bleibt, hast du ja schon geschrieben, ne? Habe ich gesehen. Ich bin's ganz gut, ja. Ja. Was soll ich noch dazu sagen? Also, wenn du wirklich ein ausführliches Format gern hättest, ganz zu Beginn fange ich damit an, weil sonst wiederhole ich mich jetzt das dritte, vierte Mal, sorry. Also, wie gesagt, das ist momentan bei mir so. Ich zock. Bestätige Zombie-Modus, bis DMZ was Neues rauskommt. Weil aktuell ist DMZ Flaute. Bring uns hin. Ah, oh, Pack-a-Punch ist hier auch. Markiere Pack-a-Punch-Position. Ja, nehme ich die Waffe. Ich fand die Pumpe jetzt vorhin gepuncht nicht so cool, muss ich sagen. Ich muss auf jeden Fall, also in der hier, das war ein Mimika übrigens, wer es gerade gefragt hat. Platziere Energieladung. Macht guten Schaden, die Waffe. Macht wirklich einen guten Schaden. Immer noch nicht. Ah, hier geht's hoch. Ah, okay. Leichnam verfallen. Na gut, hier drin ist natürlich die Pumpe auch ganz gut, ne? Well, er reicht mich, ob die MX Guardian nicht sogar besser ist als die Heimaker. Ich habe nämlich so ein Gefühl. Blauer Rucksack, immerhin, ey. Das sollte uns einen Vorteil verschaffen. Ja. Verschafft uns auch einen Vorteil. Ganz cool. Laden. Natürlich gibt es für ME3 ein kostenloses Waffenbundle. Yo, habe ich gesehen. Ja, gibt es auch. Ja, solo ist das doch schon ein bisschen. Also, dauert länger, ne? Oder was meint ihr? So generell zu farmen? Weil ich bin einfach langsam. Eins von beiden. Ja, lad doch nach. Was war das denn jetzt? Warte mal, jetzt brauche ich irgendwo, wenn man. Handschuh ich die Waffe. Aufgeschissen.
Okay, Auftrag. Nehme ich Waffenkammer. Waffenversteck einnehmen. Mein Gott. Ah, die Dosen wollte ich einfach nur mitnehmen. Fuck it. Ich rüste die ganze Zeit aus. Für die nächste Runde. Im Einsatzgebiet soll es eine wahre Fundgrube an Terminuswaffen geben. Untoter Feind terminiert. Die Einheimischen werden sich nicht zurücklehnen. Es wird hitzig. Na gut, Pack-a-Punch, ne? 30 plus dann. Okay, macht dann nochmal einen anderen Schaden, ne? Ja, doch, ist ganz gut eigentlich. Ist ganz gut. Mit der MX Gallien macht es auch mehr Spaß. Ich glaube, die macht auch mehr Schaden. Schauen wir aber jetzt gleich mal. Aufgepasst, Deadbolt. Torkler nähern sich eurer 400. Position. Ach, die spawnen einfach hier. Kam PC. Ja, gebe ich dir recht, Hellboy. Bin ich deiner Meinung, gehe ich auch voll mit. Deswegen spiele ich auch erst DMZ wieder, sobald da was Neues rauskommt. Vorher macht das nicht viel Sinn. Aktuell. Ist leider. Ich finde, man farmt zu wenig Geld so an sich. Das könnte ein bisschen flotter gehen, weil bis ich dann die ganzen Perks und alles zusammen habe. Volle Panzerung. Verfaultes Ziel entfernt. Ist auf jeden Fall ein Verlust für Terminus. Oh, warte mal. Nehmen wir mal mit. Ja, das kommt auch mit. So. Munitionslager hier. Munitionslager noch einmal alles auffüllen. Ja, wobei, ich schaffe das alles zeitlich gar nicht mehr, das, was ich jetzt vorhabe. Egal, gehen wir rüber. Ja, ich bin jetzt vom anderen Ufer. Platziere Cluster-Mine. Bestätige Zombie-Abschuss. Zerstören Sie es. Das ist so ungewohnt, wenn man die ganze Zeit in Zone 1 rumgammelt. Ist das so die ganze Zeit so Chili-Milli? Oh, ganz entspannt. Na, Bahn ist voll verbuggt, Alter. Was ist das denn? Energiemine geht raus. Ein Untoter weniger. Ich boxe euch alle kaputt, geht mal weg.
Oh, einer arbeitet für mich. So muss das sein. Raus. Im Haus, das ist so kacke, ne? Man hat keine Chance mehr. So. Das gibt's doch nicht! Gute Arbeit. Mensch. Vergessen Sie nicht, spätere zu duschen. Ja. Jetzt muss ich mal hier zur Seite. Nachladen. Maximale Munition. Oh, wobei. Nee, besser Munition ist besser. Okay. Oh, Wissenaktualisierung. Schön. Bin ich deswegen gestorben? Das war vom Spiel so gewollt. Ich habe keine Waffen, ne? Tja, mit welcher Waffe gehe ich rein? Gehe ich mit der Waffe rein? Geht denn nicht anders? Cool. Aber auf jeden Fall Spaß gemacht, ne? Habe ich noch irgendwas? Eins verfügbar? Munition. Ja. Schön. Jetzt sollte ich mir vielleicht eine andere Mission mit reinnehmen. Blendgranate abschalten. Abschließen. Und Abschüsse mit LMGs. Okay. Aber ich hätte echt gedacht, dass da ein bisschen mehr Söldner auf der Map sind. Die so ein bisschen hin und her cruisen, aber naja, ist schon Zufall dann halt, ne? Muss man auf der Map genau drauf achten, weil die werden auch nicht rot markiert, da fährt einfach ein Fahrzeug. Ja. Die Waffen, wenn, also, ich finde die Waffen an sich ganz gut, so, weiß ich nicht. Hat was. Finde ich cool. Klar können die natürlich, hätten die noch andere Waffen nehmen können. Aber das ist jetzt der Anfang. Die müssen ja noch ein paar Sachen anbieten können, sage ich mal, im Laufe ja, des Jahres, kann man sagen. Ne? Also wir können jetzt wieder darauf warten, dass was anderes kommt. Ne? Und das wird dann nächstes Jahr erst sein, sehr wahrscheinlich. Ich denke mal, die werden noch mehr Waffen mit reinbringen. Bin ich mir vollkommen sicher. Deswegen, das ist nur ein Teil, die zu uns da, glaube ich, sage ich mal, so zur Verfügung stellen. Hoffe ich. Ich finde, die MW2-Waffen hätten die noch nicht mal großartig mit rübernehmen müssen. Das haben sie halt gemacht, ne, weil die hätten sonst selber gemerkt, dass ja, das alles zu wenig ist. Moin, Schapina. Die Frage bei DMZ ist auch, kriegen wir diesen Hype wieder, dass die Leute vermehrt DMZ spielen? Weil eine Zeit lang, DMZ wurde eine lange Zeit gehypt. Und ja, bis Season 5 eigentlich. Und dann hat man diese Kurve gesehen. Ne? Das sieht man hier auch in der Community, wie viele Leute einfach schon gesagt haben, so, DMZ ist jetzt finito, ne? Hat sich so bewahrheitet. No, und dann sind die ersten gegangen und inzwischen sind immer viele DMZ-Fans da geblieben, ne? Die haben aufgehört einfach. Ne? Zombies war nichts für die, DMZ geht nicht weiter, scheiße, was soll ich machen? Ja, ich höre auf. Deswegen, am 7. Dezember werde ich auch erstmal ein neues Game zocken. Ich habe feindliche Festung im Blick. Freue ich mich schon drauf.
Leichnam verfallen. Okay, hier bin ich leben. Hört auf! Lasst mich! Ja, von hier unten ist das alles viel besser und einfacher. Jetzt warte mal, jetzt mache ich einen Test. Mal schauen, ob ich aufgenommen werde. Ich rufe mal um Hilfe. Ich bin mal gespannt. So, die Jungs sind in der Nähe. Er hat's gecheckt, kann das sein? Nee, er ist am Schießen. Pass auf. Help, please. Ich bin mal gespannt. Ich wurde bis jetzt nicht einmal aufgehoben. Nee, Lone Wolf, ich trinke kein Monster Energy, deswegen habe ich auch keine Codes. Moin. Ich hätte mir eigentlich was zum Trinken mitgenommen. Habe ich stehen lassen. So. Und wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts. Ich glaube, also entweder ist, also ich weiß nicht, ist das verbuggt, kann das sein? Weil ich habe bis jetzt auf der Map noch nie einen gesehen, der Hilfe braucht, also es wurde noch nie angezeigt. Ne, kann man knicken. Also einem geholfen wird auch nicht. Entweder ist es verbuggt oder die Leute, die machen es einfach nicht. Ne, warte mal, ich nehme eine andere Mission mit. Frost. Danke, drei verschiedene Fahrzeuge. Ah, komm. Ja, toll. Brauchen wir nichts anderes übrig. Ich nehme jetzt extra beide Waffen mit. Bis jetzt 61 und noch 24 Dosen offen. Krass. Mal schauen, wie die nächste Runde ist. Ja, so ist es, Hellboy. Ja. Frankfurt, moin, grüß dich. Ich glaube, ich nehme auch gleich, also sobald mein versicherter Platz mal wieder frei ist, nehme ich mal eine MW2-Waffe mal mit. So meine Lieblingswaffen, so eine M4 zum Beispiel oder sowas. Und dann punch ich die Waffe mal. Einsatzteam, die Uhr tickt. Also ich habe jetzt gerade, mir wurde jetzt gerade was aufgeploppt, für DMZ soll es wohl noch ein letztes Update geben. Ich bin mal gespannt. So, jetzt wird erstmal nur gelootet, nichts anderes. Jetzt muss ich kurz gucken. Okay. Zack. Aber die Paketverluste, die habe ich also auch nur hier in MW3, ne? Mitnehmen. Jawohl. Oh ja. Nimm ich mit. Sehr geil. Ja, viel entspannter. Viel entspannter. Anstatt die ganze Zeit zu ballern wie ein Geisteskranker. Das ist so etwas, was mich vielleicht irgendwann tatsächlich nervt, ne, dieses ständige Geballer. Das ist wirklich das Einzige, was ich dann sage, okay, a little bit too much.
Moin, Becky. Seismische Messungen werden helfen, Terminusminenoperationen zu lokalisieren. Beschützen Sie unsere Geräte. Ah, stimmt, da kommen ja die Söldner, ne? Ich überwache die unterirdische Aktivität in der Eset. Es gibt so viel, dass wir von hier oben aus nicht sehen. Der Gepatsch ist hier auch direkt. Man läuft auch viel schneller, ne? Also. Und die Zombies, die müssen auf einen zukommen. So, 1, 2, 3, zack. Zack, zack. Zack. Wie Aimbot. Verbautes Ziel entfernt. Einfach wie Aimbot. Daten. Let's go. Und sie meinen es ernst. Ja, das ist schön. Können sich hier vielleicht die Zombies dementsprechend auch Oh, da sind sie. Da sind sie. Platziere Energieladung. Und die Energieladung muss man wirklich die ganz genau bei denen platzieren, ne? Anders geht's sonst nicht, ne? Boah. Junge. Oh shit. Erstmal nachladen. Stehe unter Beschuss. Sie werden mich nicht nochmal überraschen. Achtung im Westen. Heißen Sie sie willkommen. Die brauchen 3 Hits. Kill-Typ tot. Mit einer RPG. Moin, Sertner. Like ist raus. Danke dir. Und wer es noch nicht gemacht hat, genauso wie Sertner, gerne ein Like und Abo da lassen. Und wie gesagt, heute um 12 Uhr habe ich nochmal ein Video rausgebracht, damit ihr versteht, wie ich hier vorgehe. Habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal ein Video dazu. Vielleicht kann der eine oder andere tatsächlich was damit anfangen. Ja. Jetzt erliegen wir Terminus Ethereum-Minenprogramm Stück für Stück. Brauche ich das nicht sogar? Ne, Tankstelle. Scheiße. Nee. Ja, dann nehme ich mal die erste Karre und fahre mal zur Tanke, ne? Kap hier rein, würde ich sagen. Das ist der Weg. Erstmal Muni. Und Platten. Vielleicht noch ein Selfie? Hm? Oh. Bin ich dabei. Wie die wohl gepuncht sein muss?
Verschwinden wir! Tankstelle. Aber viele Tankstellen gibt es jetzt nicht, ne? Muss man dazu sagen. So. Geh in diese Richtung. Da hinten irgendwo. Und ich habe was übersehen. Ja, oh, danke, deutlich abnormal und Becky. Oh. Okay, warte mal. Jetzt erstmal. Okay, ich kann sogar da außen fahren. Ja, mache ich auch. Ich habe gar keine andere Wahl. Ich muss ja einmal außen rumfahren. Läuft. Ja, also es soll ein Update kommen für DMZ. Wurde mir gerade. Ist gerade aufgepoppt bei mir. Da soll wohl ein Update, ein letztes Update für DMZ kommen. Letztes. Na, also, Ah, guck mal, okay, da hätte ich auch eine Tankstelle. Dann fahre ich erstmal da zur Tankstelle. Wenn ich es dahin schaffe. Ach Gott. Da fährt, glaube ich, ein Konvoi. Guck mal an. Hopp. Geld, Geld, Geld. Ich bring uns hin. Zombies mache ich nicht nur für die Tarnungen. Ich mache es wirklich, weil es einem Spaß macht. Eine geile Herausforderung ist. So. Auf 500. Ja, geschenktes Geld, ne? Reicht das schon? Drei verschiedene Fahrzeuge, ne? Ach nein, die Karre ist jetzt auch im Arsch. Hier einen Truck. Tanke drei verschiedene Fahrzeuge an Tankstellen. Okay. Schwierig. Wenn die Zombies einem so hinterher sind. Das hört sich so an, als wenn die direkt hinter mir wären. BB Dangerous. Verschwinden wir. Felix, danke für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Komm, mach hin, mach hin, mach hin. Bis jetzt gerade sieht es noch gut aus. Nee. Das wird jetzt. Ja, Mann. Leichnam verfallen. Oh, tust du mir einen Gefallen? Finde weitere Tankstellen. Während du auftankst, finde ich heraus, wo ich Kraftstoff kriegen kann. Ja, schön für dich. Ort markiert. Das macht aber keinen Sinn. Ich muss in der hier in der Zone 1 bleiben. Ich muss da hinten die Tankstelle nehmen. Da sind ja zwei. Gefällt dir nicht so, Sven? Ja, ist gewöhnungsbedürftig. Ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe vorher, also ich habe bei Black Ops zuletzt einen Zombie-Modus gespielt. Und alles andere, was danach kam, habe ich nicht gespielt, weil fand ich auch nicht cool. Zombies interessieren mich eigentlich auch gar nicht so. Ich finde es jetzt aber okay, dadurch, dass Open World und sowas ist. Cold War habe ich zum Beispiel ja auch so gesehen übersprungen. Da habe ich nur kurz mal reingeschnuppert und das war es dann auch schon. Bestätige Zombie. Cold War habe ich ja ganz normal im Mehrspielermodus gezockt sonst immer. Mit Ausbruch hat das wenig zu tun. Ja.
Ja, es kommt immer drauf an, ne, was man so für Erwartungen vorher hatte. Entweder wurden die erfüllt oder eben nicht. Ausbruch hat mehr Spaß gemacht. Okay, ja. Also, ich werde ab dem 7. Dezember einen richtigen Zombie-Modus spielen und streamen. The Day Before. Das wird so geil werden. Ich freue mich schon richtig drauf. So, dann muss ich hier zur Tankstelle fahren. Wir sind ja Level 1, ne? Ja. Okay. Ich bring uns hin. Er muss komplett full sein. Ah! Drei verschiedene Fahrzeuge, ich Idiot. Hier ist ein Fahrzeug. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil hier in Deutschland. So, bis ich komme, bis dann ist voll. Jo. Und Nummer. Ich hab hier einen Truck. Drei. Uno, dos, tres. Tres. Numero tres. Jo, Bean. Habe ich mit. Habe ich tatsächlich gestern Nacht noch auch herausgefunden, nachdem Sammy herausgefunden hat, wie man diese Geschütze aktiviert. Ja. Ja, und 100 Futter habe ich dann auch, als das vor mir lag, das also ging einmal die Matrix durch meine Birne und ich konnte das sofort zusammenpacken. Eins und eins direkt zusammen. Jo, Fleisch muss in die Hundehütte und dann kriegen wir einen Höllenhund. Voll geil. Verschwinden wir. Moin Red Run, Bürgerlisau, was geht? Lasst meine Karre in Ruhe, ne? Ich sag's euch nur. Gucken, was dann die nächste Mission ist. Danke dafür. Das sollte für eine Logistikplanung reichen. Frost brauchen wir. Frost. Der Feind terminiert. 10 Höllenhunde auch noch mal langsam damit. Ich dachte, ich hätte das jetzt mit reingenommen. Das war, glaube ich, in der letzten Runde, ne? Ja, glaub mir, ich stehe. Ich loote mal hier alles. Ich punch, glaube ich, gleich mal meine Schwerter. Ich muss mal wissen, wie das dann aussieht. Okay, ist verpackt. Und ich muss auch wissen, was sie dann für einen Schaden machen. Also die müssen eigentlich richtig gut sein. Hoffe ich mal. Bitte Luftunterstützung. So, hier war ja alles, ne? Ja gut, ich habe einen Snow Smog drin, die brauche ich eigentlich gar nicht. Ah, okay, da kann man nicht rein. Da kann man aber rein. War natürlich gewollt. Hmm.
Ernüchternd. Ja, aktiviere eine Geschützfalle. Ah, wobei, brauche ich natürlich auch nicht. Ah, habe ich schon rausgeschmissen. Läuft, okay. Oh, großer Rucksack, yeah! Kann man dir in der nächsten Runde richtig Knallgas geben. Schön. Großer Rucksack, also wie wichtig hier Rucksäcke sind, ne? Das ist schon krass. Ja, Dreierplattenweste bräuchte ich, ja. Moin Felix, sind die Missionen im Zombies im Team leichter zu machen oder solo? Ich weiß nicht, ich mache das jetzt, also solo finde ich das, ich finde generell jetzt, also Zombie-Modus solo ist angenehmer zu spielen als im Team, finde ich. Weiß nicht. Ist so, muss jeder selber wissen, ne? Also ich spiele grundsätzlich eigentlich, also viel. Also ich habe eine Zeit lang wirklich viel solo gespielt und mir fällt es irgendwie einfacher, weiß nicht. Ne, zumal du musst auch nichts teilen oder sowas. Das kommt auch noch dazu. Ne? Muss jetzt gucken, okay, beide brauchen 5000, um die Waffe zu punchen. Und. Achtest nur auf dich. Ich werde auch, glaube ich, so weiterhin den Zombie-Modus solo spielen. Ich glaube nur. Ich glaube, ich werde alle Missionen alles alleine machen. Komplett. Und wenn ich da mit anderen reingehe, dann einfach nur so just for fun. So, wisst ihr, was ich meine? Aber sonst alles solo. Ätherwurm zum Beispiel muss ich auch noch machen. Aber ich spiele mich erstmal so ein bisschen ein, bevor ich den Ätherwurm alleine mache. Ich weiß noch nicht mal genau, wo der erscheint, wann er erscheint. Und soweit ich weiß, wenn die radioaktive Zone kommt, dann soll der Ätherwurm erscheinen. Ich denke mal dann, ne, es ist ein Äthersturm, also in der radioaktiven Zone dann. Man muss ja doch genügend Zeit haben, um den Platz zu machen, ne? Und solo soll man es wohl auch machen. Da kriege ich meine Visitenkarte. Ich bin mal gespannt. Rundenbasiert findest du besser. Ja, und ja, hätten die vielleicht auch mit einbringen können, ne? Dass man beides hat. Das wäre ganz cool. Da würde ich auch wiederum sagen, yo, das Geld, ne? 80 Euro lohnt sich. Auch diese Soundbugs immer wieder. Grafikbug. Oh, guck mal. Affe mit Waffe. Ja. Komm. Ein Untoter weniger. Ich warte noch. Ich warte noch etwas. Ich nehme den Auftrag da, denke ich mal an. Ich bin schon mal froh. Zwei Plattenwässer, großer Rucksack. Das macht schon einiges aus. Deswegen, ich loot jetzt erstmal und in der nächsten Runde, dann gucke ich, dass ich in die zweite Zone 2 und Zone 3 reingehe. Dr. Pereira hat die letzte bekannte Position seines Teams auf der Karte markiert. Suchen Sie dort nach Überlebenden. Ja, sehe ich schon. Komme mir gerade entgegen. Also so wird mir, also wenn ich lebendig vorbeilaufe, wurden mir meistens Anfragen schon gesendet. Na, ob ich dem Team beitreten möchte, aber revive wurde ich nicht einmal. Ja, die Map, ja, das ist die neue, das wird die Warzone-Map sein. Ich finde die aber cool, ich finde die richtig cool. Verfaultes Ziel entfernt. Starten Sie das PNG-Team. Lassen Sie nicht zu, dass Barreras Team umsonst gestorben ist. Beta Packe punchen. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, ne? Also ich hab's vor. Wäre cool, wenn's geht. Das müsste ja. Die Zerstörung dieser Kristalle wird die Entstehung weiterer Verderbnis verhindern. Keine Zeit für einen Vortrag, Dr. Barrera. Es kommen Untote. Brauche Luftunterstützung! Sofort!
Okay, der Wolf, Höllenhund. Wieder eine geile Range. Leichnam verfallen. Nachteil ist bei den Höllenhunden halt mit der Nahkampfwaffe, ne? Man kriegt einen anteilmäßigen Schaden mit ab. Was mich gerade mehr stört, dass sie die ganze Zeit hier durch die Wände laufen und springen. So. Jetzt, wo ich weiß, was diese Phasenkristalle anrichten. Runde 2 Highmaker fand ich nicht so krass. Ich war damit mit der Waffe in Zone 3. Und ja. Nee. Da fand ich die MX Guardian gepuncht geiler. Tatsächlich. So, ich habe eine Mission, ey. Kann ich jetzt machen mit den Zombies. Dafür fahre ich aber zum Excel. Da oben. Und da. Nee, dann fahre ich nicht zum Excel. Dann mache ich das hier. Alles gut. Ich habe mir gedacht, ne, da sind dann genügend Zombies, das geht schneller. Aber nee, lass mal. Mach ich hier. Ich finde das auch blöd, dass man keine Essenz mit rausnehmen kann. Ich würde zum Beispiel in der nächsten Runde direkt mit, was weiß ich, wie viel Essenz zur Mystery Box laufen. Gucken, dass ich da eine epische Waffe rausbekomme. Diese dann full upgraden und dann gib ihm. Finde ich schade. Dass das nicht möglich ist. Hätten die ruhig machen können. Ja, 1 von 50. Sauber. Ich gehe mal zur Mystery Box. Die Runde wird nichts. Hier mache ich eine Mission jetzt. Deswegen gammeln auch viele, glaube ich, in der Zone 1 herum. Schauen. Vielleicht rieche ich ja was Geiles raus. Ha! Meine M4. Sehr geil. Bestätige Zombie-Abschuss. Sehr geil. Die Waffe noch punchen und dann... Markiere Packer-Punch-Position. Ja, komm, die punche ich jetzt eben. Ja, die perfekte Abkühlung für einen heißen Sommertag. Mit diese unrotten Arschgeigen auf Eis. Ich will eine Sortimentpackung... Und dann ab in Zone 2. Muss ich sowieso Zone 2. Die Waffe, die macht einfach zu viel Schaden. Also. Ja, 4000 fehlen mir noch. Diesen könnte ich noch verkaufen. Ein Auto habe ich hier auch parat. Richtig gut. Ach, ist da oben, okay. Go! Ja, dann was gefunden, ab in Zone 3. Ja, sauber. Ach man, das ist im Gebäude. Ist auch direkt ein Shop. Da verkaufe ich meine Sachen. Sehr geil.
So, ab in Zone 2 und dann nehmen wir da mal eine schöne Mission an. Kopfgeldjagd-Auftrag. Kopfgeldjagd am besten. 18 Minuten verbleiben. Mal gucken, vielleicht kriege ich es ja auch relativ flott hin, dass ich in Zone 3 rein kann. Mit drei Platten besser noch, wäre noch cool. Vorher vielleicht. Und ich will das immer noch mit dem Molotow bei dem Riesenvieh mal ausprobieren. Das hat ja ultra krassen Schaden gemacht. Das müsste beim Ätherwurm dann eigentlich genauso aussehen. Und den Ätherwurm solo zu machen, ich weiß noch gar nicht, wie anstrengend das ist. Habe ich mir noch nicht. Ich lasse mich auch überraschen. Ich werde mir dazu nichts anschauen. Ja, das darf man hier nicht liegen lassen. Das nehme ich mit. So mit. Auftrag. Let's go. Hochrangige. Verschwinden wir. Passen Sie nur auf, dass es nicht auch auf Sie zielt. Ja, warte mal. Muss hier eh. Ja. Hier macht die Waffe mehr Sinn. Auch mit der Mission. Viel einfacher. Energiemine geht raus. Sauber. Da ist noch so ein Vieh. Ja, passt. Go. Ah, okay. Söldner. Nur noch. Cuidado, sie nähern sich dem Ziel und der Kerl wird sie für ihr Kopfgeld arbeiten lassen. Also der ist schon bedeutend stärker hier in Stufe 2, ne? Das ist schon krass. Wie viel stärker der ist, der Kollege. Nee. Die Server schmieren ab. Läuft. Merkt euch, was ich hier drin hatte. Hey. Cool. Ausstattung. Cool. Mission? Was sagt die Mission? Okay, das zählt. Okay, ja. Geil. Nochmal von neu. Ja. Macht Spaß. Auf jeden Fall. Ja, was soll ich dazu sagen, Leute? Moin, Forever. Grüß dich. Was sagt die Umfrage? MWZ oder DMZ? Ist eigentlich relativ ausgeglichen, ne? DMZ 59%, 155 Stimmen. Krass. Guten Abend, Sonny. Ah, ärgerlich. Boah, 135 Leute online. Krass. Zombies, Hauptmenü, Zombies. Zombies, Zombies, Zombies. Ganzen DMZ-Spieler, alle spielen Zombies. Stellung, Zombies. In der Lobby. Power, Zombies.
Hardcore, Herrschaft, Zombies. Stellung, Herrschaft. Zombies, 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 Zombies. Alle spielen Zombies. Ne, bei DMZ ist noch nichts Neues. Da soll ein Update kommen. Letztes Update wohl. Da bin ich mal gespannt, was da kommen wird. Entweder wird das ein normales Update sein oder so ein Season 6 Reloaded, ne? Ich mache mich da aber nochmal schlau und dann kriegt ihr morgen einen Rückläufer, auf jeden Fall. Am besten über meine YouTube-Seite auf dem Punkt Community Beiträge. Da will ich dann etwas reinposten oder ich mache ein Video oder spätestens am Abend dann im Livestream. Ich hoffe, dass da irgendwie so Season 6 Reloaded kommt, die irgendwie was Dickes reinbringen, irgendwas Geiles. Ja, Sonny, musst du, ja gut, ne, du musst ja, darfst ja nicht nur sehen, 70 Euro halt nur für Zombie-Modus, da kommt ja ein Mehrspieler-Modus, ich meine alte Maps, das Thema hatten wir leider schon vorher. Deswegen, wenn du meine Meinung dazu hören möchtest, müsstest du vielleicht nach dem Livestream ganz nach vorne mal spulen, da spreche ich ganz ausführlich drüber. Moin Wolfi. Ich habe da auch so meine Meinung zu. Na, sauber. Zielobjekt lokalisiert. Bewegung. Geil. Mehr Spieler bist du zu schlecht. Ja gut, Übung. Übung. Übung macht den Meister. So, die Waffe ist blau. Das ist schon mal sehr geil. Heißt also Richtung Äthernest. Und dann fange ich an, Aufträge zu machen. So. Ich sag euch ganz ehrlich auch, in der Zone 1 spiele ich sehr gerne nur mit Nahkampfwaffe oder Pistol. Einfach aus dem Grund, dass ich, weil ich mich schnell bewegen kann. So, weil. Ein und toter weniger. Geiler. Platziere Energieladung. Muss ich gleich noch gucken, wo das letzte Ding ist. Verfallen. Gute Arbeit. Vergessen Sie nicht, später zu duschen. Ich nehme mich noch ein MG mit, ey. Maximale Munition. Zwei Plattenwässer. Guck, ging doch wenigstens schneller als in der Runde davor. Irgendwas Hochwertiges? Ne, nicht. Schade. Todeswahrnehmung. Da ist eine feindliche Festung im Blick. Aber ich loot erstmal hier alles. Gucken, was es so gibt. 100. Jo, nimm ich mit. Ist ganz gut. Wenn wir möglich auf 5000 kommen. Was ist das denn? Was ist das? Kann das einer sagen, was das ist? Das hat doch... Das ist ein Easter Egg? Moin Reaper. Ja, das ist ein Portal, aber wie aktiviere ich das denn?
Kann man das denn aktivieren? Geh in diese Richtung. Danke, Sonny. Man kann durch das Durchschießen aktivieren. Ja, aber wie? Also. Man kann durch das Durchschießen aktivieren, aber ich muss da ja irgendwie bestimmte Dinger anschießen, oder nicht? Muss 13 Zeichenorgane bekommen. Ah. Okay. Erledigt. Komplett alleine hier oder was? Ist hier vielleicht auch Loot? Ich gehe nochmal da runter. Wäre cool, wenn hier auch Loot wäre. Okay. Ich schaue mir das mal hier ein bisschen genauer an. In der roten Zone kann man auch spawnen, ja krass. Toll. Also, weit bin ich jetzt nicht damit gekommen, ne? Also, der Bringer ist das jetzt nicht. Also, ich würde es jetzt nicht nochmal machen für 1000, sage ich euch ganz ehrlich. Das war ja ultra rausgeschmissenes Geld. Aber gut, ich habe jetzt meine Erfahrung damit gesammelt. Cool. Ah, ich muss ja sowieso looten, von daher. Also würde man, weiß ich nicht, was weiß ich, wo spawnen? An so einer richtig geilen Stelle. Da, wo es ultra viel Loot gibt. Es gibt übrigens auch Easter Eggs. Wollte ich mich auch mal zu schlau machen. Und das wollte ich vielleicht mal morgen auch mal machen. Irgendwie ist das wieder so ein bisschen laggy hier. Was haben wir hier für eine Waffe? Ja, die MTZ. Ah komm, Zipline. Geht schneller. Schauen wir mal von oben, was wir da so haben. Ja, wo denn? Im Gebäude. Hört sich so an. Natürlich super. Entfernt. Ach, da oben war er doch, oder? Easy going. Ja, moin. Das war ja mal ultra einfach. Moin Toni, grüß dich. Gut, dann nehme ich mal die Fessung von mir ein. Ah, wird schon gemacht oder was? Nee, wird nicht gemacht.
noch weiter oben hier. Du, eigentlich brauche ich eigentlich... Oh, bestätige Zombie-Abschuss. Ja, kann ich hier mal in Ruhe nachladen, ne? Energiemine geht raus. Ja, gute Frage. Ich glaube, sie, ne? Dieser Raum ist mehr als erscheint. Beseitigen Sie die Schlüssel und suchen Sie nach etwas Wertvollem. Da gibt's einiges zu looten. Nee, Toni, inzwischen gestern war ein einfach ein scheiß Tag. Heute sehe ich das wieder ganz anders. Also nee. Ein Untoter weniger. Scheiße. Nachladen. Leichnam verfallen. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Jetzt muss ich noch mal genau hinschauen. Jetzt muss ich wieder von Etage zu Etage gehen. Bonuspunkte. Muss wirklich überall jetzt reinschauen, ey. Und hier sind nicht nur... Hier sind wirklich viele Türen. Und die Zombies, die machen das einem jetzt aber auch nicht einfach. Meine Herren. Hatten wir hier irgendwas? Nee. Da ist noch eine Tür. Oh, ja, Mann. Ich hätte gerechnet, dass es eklig wird, aber doch nicht gleich so. Mit den Zysten aus dem Weg schnüffeln hier weniger Zombies rum, die Ärger. Genau, einen schlechten Tag hier mal. Auch ich darf mal als Superoptimist eigentlich. Ich bin eigentlich immer positiv eingestellt. Also sehr oft. Das wird helfen. Ja. Ja. Machen wir so. So, Dosen nehme ich mit raus. Ist das nicht genau das gleiche? Nee. Okay, nehme ich auch mit raus. Alles klar. Hier oben ist, glaube ich, alles gelootet, ne? Nee, hier noch. Ist aber auch nichts. Ich glaube, unten war auch noch einiges, ne? Ich glaube, ganz oben. Warte mal, war ich ganz oben überhaupt? Da kam ich von. Nee, ganz oben geht gar nicht. Okay, weiter runter. Hier muss ich looten. Da ist nichts. Hier aber. Zwei Plattenweste habe ich. Jo. Platten. Okay, nee, nehme ich nicht mit. Ich gehe gleich erstmal zum Shop. Ich muss die Sachen verkaufen, die ich hier noch habe. Und ganz unten haben wir da auch noch ein bisschen was. Vielleicht hier? Nee. Safi? Nee. Hier? Ja, aber nee. Okay, cool. Kopfgeldjagdauftrag. Haben wir hier Pack-a-Punch? Haben wir nicht.
Ist wieder am Arsch der Welt, ne? Ja, dann bleibe ich so. Dann laufe ich hier so rum. Aufgeschissen. Egal. Schon ganz gut. Moin, Ramin. Ach, hier habe ich doch schon gelootet, ne? Ja, ja, sicher. Ach, hier war das mit dem Portal. Ja, moin. Aber mit einem Salveschuss macht's eigentlich auch ganz okay, ne? Oder ist das die Mission von vorhin? Wiederholen die sich immer wieder? Ich wollte ein HRZ-Cars ins Spiel drucken lassen, aber Green war dagegen. Das Ziel ist definitiv eine Weltkarte. Ich bring uns hin. Nee, Sonny. Ich hoffe mal. Ach, guck mal, das ist auch cool, dass es sowas gibt, finde ich. Und let's go. Rücke zu meiner Markierung vor. Oh, ne, so. Ihre Energieladung. Was ist das denn für eine... Ja, einfach mal smart spielen, ne? Jo, nehme ich alles mit raus. Sieht aus, als hättet ihr euer Prunfleisch. Noch etwas mehr. Hier ist ein Fahrzeug. Nehme ich mir auf jeden Fall ein Auto. Ach, guck mal, da ist der Pack-a-Punch. Dann kann ich rüber in die andere Zone. Bei Dosen, die baller ich mir auf jeden Fall jetzt nicht rein. Weil es eine reine Loot-Runde hier ist. Und ja, die Mission, die muss ich auch vielleicht in der nächsten Runde erst machen. Ja, die ist auch stark, Kakashi. Die hatte ich auch gestern. Die ist richtig gut. Verschwinden wir. Markiere Pack-a-Punch-Position. Deswegen, ich habe auch immer Hoffnung, wenn ich zur Mystery Box gehe, dass ich da diese Waffe rausbekomme, weil dann ist die Runde einfach vollkommen gerettet. Ethanes. Bewegung. Ach, keine Maske, ne? Ja. Oh shit. Ich dachte, die Waffe nimmt ein bisschen mehr Schaden. Und der Feind terminiert. Ja, wobei auf dem Kopf ist sie ganz gut. Muss man halt nur auf den Kopf zielen. Ist halt so. Kasimir geworfen. Verfaultes Ziel entfernt. Ja, kann man machen. Also, nein. Wenn du in Zone 2 bist, kannst du bis maximal Stufe 2 punchen. Das geht durch. Und wenn du in Stufe 3 bist, Zone 3, kannst du bis 3 durch punchen. Ist halt immer abhängig davon, in welcher Zone du bist. Kaputt.
auf jeden Fall richtig gut. Munition. Napalm. Nee. Brauche ich nicht. Das war's schon. Mehr ist hier nicht. Schade. Bin mit mehr gerechnet. Also ich bin an einer wirklich blöden Position irgendwie gespawnt, weiß ich nicht. Also da unten ist es viel besser. Kopfgeldjagdauftrag. Ich fahre glaube ich auch mit dem Auto eben hin. Ich hab ja noch 26 Minuten. Ist ja nicht so wie bei DMZ. Also hier dauert das wirklich ewig. Aber es ist auch zeitaufwendig, alles zu finden, alles herzustellen und. Wie gesagt, Solo nochmal was ganz anderes, als wenn man in der Truppe unterwegs ist. Oder ich gehe zum Mystery. Das macht aber keinen Sinn. Nee, macht keinen Sinn. Hätte ich vorher machen sollen. Die Stelle hier haben wir im Trailer schon gesehen. Beziehungsweise im Gameplay, was geleakt wurde. Ja, da hinten links ist es. Da muss ich hier runterfahren. Ah, guck mal, Söldner sind auch hier. Eigentlich auch ganz cool, warte. Verschwinden wir! Da mache ich das Lager, räume ich das Lager unten mal eben. Nicht hier auch einfach umfahren. Das unterschätzt man immer so. Also ich unterschätze das immer so. Ja, eine Festungskarte. Nehme ich mit. Gehe ich mal in die Festung rein. Aber mehr hatten die nicht. In der Regel haben die doch viel mehr hier. Ja, 100 Abschüsse mit LMGs. Auch noch erfüllt. Sauber. Ja, das ist aber... Das ist aber mager hier. Ich bringe uns hin. Okay. Mal schauen, ob ich damit einen Tag noch hinkomme. Soundbug wieder. Aber ich glaube, der Treibstoff hier hält einen Ticken länger. Und sagt auch einen Ticken eher vorher an, dass der Treibstoff ausgeht. Ach, warte mal, wir haben hier sogar eine Söldnerfestung. Habe feindliche Festung im Blick. Ja, let's go. Energiemine geht raus. Ich lach mal nach. Das ist kacke. Ohne Perks. Dauert das Nachladen so lange? Und da kommen ja jetzt auch noch Einheiten dazu, ne? Verliebt
Heftig. Ist immer noch nicht geräumt. Bonuspunkte. Singularität. Ich muss nachladen. Ich habe dafür jetzt gerade keine Zeit. Oh shit. So. Oh, maximale Gesundheit, habe ich das schon? Hä? Warum ist es? Es ist weg, aber ich habe es doch eingesteckt. Als Perk habe ich das aber auch nicht drin. Okay. Na, cool. Läuft wieder. Hier hat einer irgendwas... Da. Eine Maske. Aber hier wurde irgendwas anderes gedroppt. Irgendwas wurde mir... Wurde mir das nicht gelb angezeigt? Ganz kurz. Ich dachte, etwas gesehen zu haben. Das schauen wir ja doch nicht. Egal, wir haben noch ein Safe hier. So. Clustermine gelegt. Ja, jetzt kommen natürlich auch noch die Zombies. Gut. Jawohl, eine 3-Platten-Weste. So will ich das. So und nicht anders. Gut, dann gehe ich hoch. Oder warte mal, ne, unten konnte ich doch auch looten, oder? Ja, im Boden. Ja, läuft auf jeden Fall richtig gut. Da ist er. Da ist noch einer im Boden, glaube ich. Oh Mann. Verschwinden wir. Komm, ein bisschen schaffe ich noch. Zumindest rollen. Nee, vorbei. Schade. Pass auf, die setzen sich jetzt auch in die Karre. Oder? Ja. Sagen leer. Tschüss. Sauber. Hey, passen Sie auf. Das HRSS kann Sie vermutlich schon riechen. Oh, wieder im Gebäude. Bin ich richtig blöd. Dass das im Gebäude ist. Nee, da ist er ja. Oh, danke dafür. Achtung. Nee, dafür kein Mörderschlag. Mit dem Nachladen ist halt nur blöd, ne? MG und so. Lade ein neues Magazin. Ich
Ach, guck mal, der hilft mir. Warum kann ich nicht weiterlaufen? Ah, weil da ein Zaun ist. Bestätige Alpha. Wechsle mal, platziere Energieladung. Ja. Bestätige Zombie-Abschuss. Die haben mich eingeladen. Eigentlich, ja, sehr nett, aber. Aber nein, danke. Ich bleib solo. Hab ich gesagt, ich bleib solo? Ja, ich habe kein Selfie mehr. Dann gehe ich mal hier hoch. Ich brauche auf jeden Fall. Ja, was brauche ich denn noch, ey? Warte mal, ich habe großen Rucksack bei euch, ne? Ja. Zumindest im mittleren. Ein und toter weniger. Was kann ich denn noch so machen? Schnelle Wiederbelebung. Wer will einen extra Automaten? Ja, anstatt die Waffe weiter zu punchen, da ich ja nur noch 15 Minuten habe, bleibe ich hier in der Zone 2. Und kauf mir vielleicht noch einen Drink. Nee. Das ist ein direktes in die Tiefkühlabteilung. Ich erinnere diese schlurfenden Leichen daran, dass der Leichenhalle hätte bleiben sollen. Genau das bei euch. Das wäre natürlich geil, wenn ich die Mission jetzt hier noch abschließen könnte. Jetzt muss ich kurz was machen. Denn ich. Ah, die andere Mission habe ich jetzt nicht aktiv, ne? Okay. Hau rein. Ach, die werden davon nicht angezogen. Ach was. Was? Energiemine geht raus. Kommt, lauft man durch die. Ja, da ist einer durchgelaufen. Hälfte habe ich. Knapp. Just, danke für dein Abo. Danke, danke. Und wo? Oh, und hier. Gucken, was haben die denn hier so drin? Maximale Gesundheit. Baller ich mal rein. Was habe ich ja schon? Und eine Festungskarte. Also die kann man leider auch nicht rausnehmen. Ist auch ein bisschen blöd, weiß ich nicht.
Man kann so viele Sachen nicht mit rausnehmen, die man eigentlich so in der nächsten Runde, ja, benötigt. Das würde alles nochmal ein bisschen einfacher machen. Plasamine nochmal. Okay, krass. Guck mal, es wird der Zombie-Boss fallen gelassen haben. Ja, Muni habe ich genug, ne? 24 von 50. Ich gehe schon mal Richtung Hexfill. Der wäre da hinten. Guck ich mal, wo eine Karre steht. Hier. Ich hab hier einen Truck. Oder schaffe ich es soweit? Ich kann manchmal den Excel auch gar nicht anpingen, ne? Das ist total scheiße. Ja, ich guck mal, wie weit ich komme. Den Rest kann ich ja laufen. Ich habe ja nur 11 Minuten. Von daher. Es geht mir jetzt nur um die Mission. Dadurch, dass ich das jetzt habe, will ich das jetzt natürlich auch. Wobei, nee. Moment mal. Ich muss am besten hier in dieser Zone exfiltrieren. Weil ich glaube, das wird nicht gut funktionieren, weil ich mache so viel Schaden, bevor die überhaupt gefreezed werden, sterben die. Toni, ich glaube nicht. Ich habe da noch gar nicht nachgeschaut, ehrlich, um ehrlich zu sein. Ich schaue gleich mal nach. Ich habe auf jeden Fall gesehen, die ganzen Bonus-Operator-Bundles, die funktionieren nicht. Also du kriegst keine Drohne oder was weiß ich was mit. Aber eine Drohne brauchst du hier zum Beispiel auch gar nicht, ne? Also glaube ich auch nicht, dass das auch funktionieren wird. Ja. Ja, guck, Nico hat schon probiert. Dachte ich mir auch schon, dass es nicht geht. Ja, deswegen ist auch, bin ich gespannt, ob die da etwas daran ändern werden. Exfil anpingen ist ein Bug, ja, super. Pff. Einsatzteam an Deadboat, fordern sofortige Evakuierung an. Position halten, Alter. So, lauf mir, oh Junge, lauf mir jetzt erstmal alle hinterher. Erstmal alle hinterherlaufen. Warte mal, ich mach mal kurz doppelt Waffen-EP rein. Leichnam verfallen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die Rap schon auf Max Level habe. Also Doppel-EP habe ich nämlich nicht mehr, meine ich. Oder habe ich noch Doppel-EP? Nee. Nee. Bestätige Zombie. Bevor die einfrieren, sind sie auf jeden Fall tot. War der Heli jetzt nicht gerade da? Platziere Energieladung. Ja, der Heli, der braucht auch ultra lange, ne? Und guter Feind terminiert. Warum kommt der Exfil nicht? Ich habe doch gerade den Heli gesehen. Ich habe die doch jetzt nicht verpasst. Der Heli, der kommt nicht. Singularität eingesetzt. Da ist er jetzt. Verfaultes Ziel entfernt.
Ich komm nicht rein! Kehre zur Basis zurück. Ich hab's nicht mehr reingekauft. Ich kam nicht mehr rein. So, was willst du da machen? Selbst mit Inter... das ist ja brutal. Aber ich habe keine Statistik. Ja, schade. Ich habe keine Statistik. Das mache ich jetzt so. Warte mal, ich nehme mal eine andere Waffe. Welche Waffe könnte man noch so nehmen? Die TAC. M13B. Aber die gespeicherten Waffen sind hier nicht dabei. Ne. Leider nicht. Schade. Da, warte mal doch. DMZ. Abklingzeit. Versicherte Waffe. 15 Minuten. Aber da steht nur DMZ-Bonus. Ausprobieren. Hallo, Dark Raven. So, tägliche DDoS, okay. Zum Freischalten von DDoS. 5 tägliche Herausforderungen. 0 von 5? Was? Ich hab das schon eigentlich mehr erfüllt. Im 30 erst, krass. Also das Leveln geht echt langsam, ne? Aber hier zum Beispiel, also 24 Stunden streamen kann ich mir bei DMZ trotzdem immer noch besser vorstellen als bei MWZ. Weil dieses permanente Durchgeballer und immer dieses extremst Gelute, das könnte ich keine 24 Stunden. Ja, würde nicht gehen. Niemals, würde ich gar nicht hinbekommen. Das ist am Exfil schon krass, ne? Da muss ich auf jeden Fall gleich nochmal hin. Vielleicht kriegt man auch ganz schnell Geld zusammen. Also relativ zügig. Haben wir irgendwo ein Excel? Kein Excel? Die werden noch gar nicht angezeigt. Okay. War schon wieder ein Bug, dass ich schon drin war. Dürfte eigentlich auch nicht sein. An die Arbeit. Je eher wir den Scheiß eindämmen, desto eher geht's nach Hause. Ich bin gespannt, 15 Minuten. Was ich zukünftig machen werde, also ich habe schon gesagt, ich werde jetzt MWZ auf jeden Fall fokussieren, weil hier sind viele, viele, viele neue Sachen, die man noch so erkunden kann, spielen kann. Das habe ich bei DMZ aktuell nicht, weshalb ich demnach DMZ erstmal nicht so spielen werde. Oder nicht so häufig wie den Zombie-Modus. Ich werde aber hin und wieder trotzdem mindestens einmal in der Woche DMZ trotzdem noch streamen. Ja, also ich lasse es einmal in der Woche. Kriegen wir hin. Guck mal, man kann doch gar nicht exfiltrieren oder was? Was ist das? Ich habe da vorher nie drauf geachtet, aber ich sehe hier kein Exfil. Ich bin komplett blind. Gibt es keine Exfil? Okay, also man muss erstmal looten. Dieses Mal gönne ich mir die ganzen... Ach, die haben die Mission hier.
Es geht schon relativ zügig voran hier. Oh, ja, sicher. Aber sowas von. Wie geil ist das denn? Mitnehmen. Geld. Geld, 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 Geld. Ja, ja, nee. Ja, egal, jetzt habe ich es drin, jetzt lasse ich es drin. Weißt du, das für 100 nehme ich, aber das für 120 nehme ich nicht. Warum? Weil das Bild zu klein war für mich. Es sah nicht wertvoll aus. Jo, nehme ich auch mit. Da ist nix. Mal hier hoch. Ah, okay. Happy? Nee. Platten. Okay. Jo, gib ihm. Magazinwechsel. Geiler wäre es natürlich, wenn ich dieses Perk hätte, wo man die ganzen Ressourcen und Kisten und alles sehen würde. Dann müsste ich nicht wirklich von Gebäude zu Gebäude rennen, sondern könnte gezielt auf Beute zurennen. Da ist ein Excel. Ich will mal gucken, wie viel ich mache. Gut, die Waffe, die ist jetzt nicht gepuncht, ne? Aber egal. Trotzdem will ich mal wissen, wie viel ich mache. Das ist eine Excel. Ach, say what? Da oben, wenn dann. Markiere Exfiltrationszone. Und da ist ein LKW. Markiere einen Truck. Ja, dann. Mach ich das mal. Ich probiere es mal aus. Mal gucken. Vielleicht kann man so schneller Essenz farmen, als wenn man hier durch die Gegend eiert. Könnte ich mir leider sogar vorstellen. Oben ist auf jeden Fall was. Jo. Ich muss auf jeden Fall diese Frostmunition finden, damit ich die Mission endlich fertig machen kann. Jawohl. Blauer Rucksack. Nochmal. Ja, komm. Ab zum Excel. Ich bring uns hin. 20.000. Oha. Namens Frank. Ja, finde ich auch Frank. An sich schon, ne? Ah, da habe ich zu Beginn auch ganz ausführlich noch was dazu gesagt. Also, ja, ich habe da auch so meine Meinung. Es macht Spaß, aber es, ja, wenn man nur vom Preis ausgeht... Definitiv. Ach, warte mal. Ich fahre in die falsche Richtung. Ja, mal gucken, wie schnell MWZ durch ist, ne? Also, viel... Ja doch, es bietet schon einiges, ne? Also die Mission... Ja, wobei, wenn man ein richtiger Suchti ist, dann kriegt man die Mission schon Akt 1 relativ schnell abgeschlossen. Dann kann man natürlich noch nach Visitenkarten spielen, man kann noch die Masteries
Tarnungen freischalten und. Ja. Aber ein richtiger Sufti, der kriegt das easy hin. Ja, so eine Blockade bringt nichts. Macht das schon jemand am Exfil? Ach ne, die machen Hol uns hier raus, Fang. Wir sind hier fertig. Alles klar. Aber nur, weil er so nett gefragt hat. Jetzt bin ich mal gespannt. Bestätige Zombie-Abschuss. Er hat zum Beispiel schon eine gepunchte Waffe. Ich brauche Munition. Also, 400 hatte ich, glaube ich, ne? Ja, moin. Ich habe ja keine Muni mehr. Magazin. Ein Untoter weniger. Ja, doch, das geht relativ zügig. Das geht relativ zügig. Magazinwechsel. Die Frage, geht das schneller als looten? Kohletechnisch jetzt, wenn man danach geht. Verschwinden wir. Klar. Wenn wir jetzt nicht abheben, markieren, ich fahr mal da in die Richtung. Mal schauen. Aber nein, nee, hier. Machen wir da einen Auftrag, eskortieren. Aber erstmal wäre Munition ganz gut. Ist hier keine. Ja, ich gehe mal zum. Mystery Box wäre auch interessant. Bisschen bereust die Void Edition. Ja, Battle Pass kommt auch noch dazu, ne? Void Edition, ich glaube, 50 Stufensprünge, ne? Das muss man natürlich auch ein bisschen mit beachten. Barrera, leiten Sie das Team ab hier. Bringen wir die Sache. Ich meine den ACV ins Rollen. Ich brauche mal ein bisschen Muni hier. Nicht? Okay. Achso, ich muss es aktivieren. Vortex-Startsequenz abgeschlossen. Vortex identifiziert. Zielführung. Wissen Sie, was übel ist? Dunkel ist der Vortex, die in alle Himmelsrichtungen. Ja, DMZ war auf jeden Fall ein neuer Einsatz. Ansatz, was ganz anderes. Ah, Muni. Muni, Plates. Energiemine geht raus. Achtung.
toter Feind terminiert. Ja, Ares, danke für dein Follow. Für dein Abo. Follow, ich bin jetzt gerade noch bei Twitch. Kasimir geworfen. Ein Hund in der Kali noch. Ah, hier macht man tatsächlich, glaube ich, am meisten Essenzen. Mal Hundefutter hier, dann hole ich mir mal einen Höllenhund. Ich brauche einen Moment. Was geschafft, Team? Wir müssen die Proben wegschießen. Platziere Energieladung. Große Bedrohung ausgeschaltet. Hoffentlich erhalten Sie nützliche Informationen. Gute Arbeit, Team. Noch einer. Der geht hier wirklich sehr schnell kaputt, ne? Also Stufe 2 ganz anders. Teppichkanten-Terrorist. Kommst du, dass du Zombie spielst? Was ja gestern nicht so begeistert. Ja, ganz zu Beginn. Da sage ich, warum ich doch meine Meinung geändert habe. Weil gestern war einfach, ja, kacke einfach. Nee, da haben zu viele Emotionen so mitgespielt. Ich war einfach sauer. Ich war einfach sauer. Dass das nicht so lief, wie ich wollte. Und dann habe ich danach halt noch ein paar Runden gespielt. Und habe einfach so meinen Spielstil jetzt gefunden. Und seitdem... Ja, läuft. Macht Spaß. Bockt. Pack-a-Punch, Pack-a-Punch, da oben. Markiere Pack-a-Punch-Position. Jo, Frank, bis dahin. Doppelte Punkte. Dann nimmt mich hier auch immer so an Warzone 1, ne? Weiß ich nicht. Die Map. Oh. Hä? Warum kann ich das nicht nehmen? Ach man, lass mich doch in Ruhe looten. Dann gehe ich die Waffe doch erstmal punchen. Verbautes Ziel entfernt.
Wo haben wir denn diese Hundehütte? Hundehütte. Hundehütte. Sieht man das überhaupt auf der Map? Ich meine, das sieht man auf der Map, oder? Wechsle Magazin. Ethernest. Elementale Mosöldner. Das sieht man doch auf der Map, oder nicht? Diese Hundehütte. Ich glaube, das Game wird aber nicht lange halten. Wird auf Dauer keinen Spaß machen. Ja, Jay. Ich bin eigentlich auch so der Meinung. Bis jetzt ist es gut. Aber ich habe auch gesagt, ne, wenn du Akt 1, 2 und 3 durch hast, zumal das ist ja ein reines Geballer einfach nur. Die ganze Zeit permanentes Geballer. Du hast auch nicht viel Ruhe. Du musst ja immer wieder, du kannst nicht so wie jetzt gerade hier zum Beispiel in Ruhe auf die Map mal schauen. Weil du permanent irgendwie von irgendwo beschossen wirst. Das wird gar nicht angezeigt, ne? Kann das sein? Nee. Wird's jetzt hier gerade nicht. Egal. Ja, gut, dann machen wir das im Konvoi. Gucken, ob ich da irgendwie hinkomme. Geworfen. Genau. Zeig ihn. Lade ein neues Magazin. Also ich bleib einfach noch hinten sitzen. Das sollte uns einen Vorteil verschaffen. Mal tauschen. Sehr schön. Ich bringe uns hin. Gut gemacht. Reicht mal in die zweite Zone hier rein. Da ist Legacy Fort. Oh mein Gott, da muss ich mal hin. Und ich hatte jedes Mal einen Schlüssel und ich habe das Ding auf der Map einfach nicht gesehen. Genauso wie die Hundehütte jetzt, aber ich glaube, die sieht man nicht auf der Map. Ob da was droppt. Wechsle Magazin. Das wäre richtig geil. Achtung. Ja, die anderen sind schon im Gebäude. Ne? Ja. Droppt da was? Nee. Lade ein neues Magazin. Die sind doch drin, oder? Nee, sind sie nicht. Scheiße. Hätte ja sein können. Gibt bestimmt viele coole Items da drin. Ich geh mal hier hoch. War nicht schon hier drin? Schaut so aus, ne? Ja. Ach, wobei, ne. Schauen wir doch nicht. Ja, Rucksack habe ich.
Looten, ey. Das wird ein Spaß. Yo, Jay. Gib ich dir vollkommen recht. Ja, dann guck ich mal, dass ich den Boss hier platt mache. Alter. Ah, okay, da ist er. Hoch mit dir. Dein Tod wäre Verschwendung. Wechsle Magazin. Sieht jetzt aber nicht so aus. Achtung! Mach sie nieder! Sah doch so schwach aus. Aber sonst? Ich lade nach! Neutralisiert. Erledigt. Ohne Legacy als Anführer wird Fletcher alle Hände voll zu tun haben, das Fußvolk bei der Stange zu halten. Magazin ja, wechseln. Aber ich habe mir ein bisschen... Ah, warte mal, da gibt's eine Belohnung. Können die, sehen die das? Sehen die das? Nee, scheinbar ja nicht. Nehme ich auf jeden Fall mit. Sehr cool. Beide Waffen gepuncht. Nee, also gelohnt hat sich das jetzt nicht. Auf diesen Aufwand für nichts eigentlich. Also viel habe ich jetzt auch nicht bekommen. Gestern hatte ich einfach einen schlechten Tag. MWZ oder DMZ kann ich nicht sagen, weil, pass auf, wenn DMZ jetzt ein Update rausbringen würde, wo man viele neue Sachen machen kann, erkunden kann, Mission erfüllen kann und, ne? Also Apex schon reinbringt, dann bin ich bei DMZ voll dabei. Solange DMZ nichts Neues bringt, bleibe ich bei MWZ, weil hier habe ich wenigstens neue Dinge, die ich so erkunden kann, machen kann, so, weißt du? Erdreinigungsauftrag lokalisiert. Das ist jetzt so aktuell mein Standpunkt, weil das ist so eine Zwickmühle. Ich mag DMZ, ich würde auch gerne DMZ weiterspielen, ist aber nicht möglich, weil es langweilig ist, weil sich da nichts tut. Dafür haben wir hier ein neues Spiel jetzt gerade. Ist auf jeden Fall sehr mühselig, alles zusammenzufinden. Auch die Perks und sowas. Also man muss viel, viel farmen gehen, damit man wenigstens in einer Runde richtig schön rasieren kann. Einsatzteam, reisen Sie zum markierten Gebiet und finden Sie Barreras vermisstes Team. So, dann machen wir das noch. Mein Team wollte ein Phase-Neutralisierungsgerät testen.
Ja. Deswegen, also ich habe auch schon gesagt, also ich könnte das nicht länger als, weiß nicht, also so ein 24-Stunden-Stream, wie bei DMZ, könnte ich nicht machen. Weil dieses permanente Looten und dieses permanente Geballer, wo keine Pause, also wenig Pause zwischen ist. Nee. Nee. Und die ganze Zeit nur looten, 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 Aufträge machen und sowas. Sorry für die Unterbrechung, Barrera. Einsatzteam, wir kommen weiter auf Sie zu. Wechsle Magazin. Ach, da kommt so einer auch noch. Oder? Jetzt ist er weg. Energiemine geht raus. Ich hab Schlimmeres überlebt. Ihm ist das jetzt auch eingefallen. Sauber. Brauch dich. Ich habe darauf gewartet zu sehen, was für einen Schaden die Kryostarre anrichten kann. Schick diese untoten Kreaturen in die Tiefkühltruhe. Oh, und pack ein paar Höllenhunde dazu. Okay. Ja. Ja. Flankiere hier. Ja. 58% DMZ, 202 Stimmen. Ja, das ist schon eine Ansage, ne? Das ist schon eine Ansage, ganz klar. Tag wäre natürlich besser. Aber lohnt sich jetzt nicht viel, letzte Minuten. Habe ich eine Maske? Ne, habe ich gar nicht. Mal mitnehmen. Bestätige Zombie-Abschuss. So, die Waffe, die muss ich auf jeden Fall nochmal punchen. Haben wir hier irgendwo Pack-a-Punch? Krieg bei mir vielleicht irgendwo in der Nähe? Ne, da oben. Markiere Pack-a-Punch-Position. Tausend, ne? Ja, 5000 habe ich. 6000, ja, ja. Ich laufe schon mal da in die Richtung. Steht hier ja noch ein Auto. Fahrzeug. Die Zombies nehme ich natürlich mit. Das ist ja mein Auftrag. Höllenhund. 1 von 10. 10 Zombies noch und dann nur noch die Höllenhunde. Also morgen werde ich auch wieder DMZ streamen. Morgen ist Sonntag, morgen DMZ. Auf jeden Fall. Da muss halt nur, wie gesagt, ne, deutlich habt ihr mal, schreibt's auch, da muss was Neues gebracht werden. Trotzdem werde ich morgen DMZ mal wieder zocken. Nächste Tarnung freigeschaltet. Ah, Höllenhunde sind ein bisschen schwierig. Untoter Feind terminiert. Bonuspunkte. Ja, verschwinden jetzt natürlich nichts. Exploring mich holt es auch nicht zu 100% ab. Also 100% sowieso nicht. Weil es gibt ja immer noch DMZ und DMZ kann man jetzt mit diesem Bonus nicht ersetzen. Haben sie nicht hinbekommen.
mich zu 100% zu überzeugen, dass ich sage, okay, DMZ kann, ne, wegbleiben, aufgeschissen, Radkappe verloren. Ah, guck mal, ich hab hier links. Die Sachen verkaufen. Zwei nur noch. Und 50 habe ich Höllenhunde nur noch. Oh mein Gott. Das wäre eigentlich am besten Zone 3 zu machen, tatsächlich. Weil ich glaube, hier gehen die wirklich zu schnell, schon zu schnell kaputt. Gerade dann, wenn ich die Waffe jetzt nochmal punche. Sehr schön, sehr schön. Sieht gut aus. Sehr gut aus. Ah, da ist die MX Guardian wieder. Moin Nighthawk, grüß dich. 1100 immer noch. Also das ist, also wirklich, das dauert, bis man das Geld zusammen hat, ne? Das ist sagenhaft. Was ich machen könnte. Ich könnte hier schnell noch. ACV Eskort, der Auftrag hier. Dobson SSO Green. Mehrere Terminus-Konvois flüchten aus der EZ. Ich frage mich, ob die mehr wissen als wir. Keine Ahnung, was. Es sei denn... Komm, bisschen Geld. 300. Aber vielleicht so, einfach nur Kohle. Gibt's das überhaupt? Ne, im mittleren Rucksack habe ich schon. Ach, laber doch nicht. Die machen jetzt die Mission. Ah, oh, ja, moin. Ja, das ist kacke. Das ist richtig kacke. Ja, dann gucke ich mal, dass ich vielleicht doch so die Kohle zusammenbekomme. Nehme ich auf jeden Fall auch mit raus. Oder... Nee. Hier war ich davon, ne? Das ist so kacke, dass die Dinger immer zugehen. Da weiß man, also ich vergesse das aber manchmal. 500, 700, 800. Ne, reicht noch nicht aus. Ja, das kann ich theoretisch weglassen.
Molotow nehme ich mal mit. Ich laufe mal wieder in die Richtung zum Shop. Was ist denn da? Ja, Zombies wieder. Komm hier jetzt auf einmal her. Ah. Platziere Energielager. Wegen dir. Ja, komm hier. Bitte Feuermission. Ziel markiert. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so nah dran kommt. Ja, moin. Moin, Ghost. Ja, ich gehe auch lieber. Also ich gehe lieber alleine rein. Ja. Weiß ich nicht. Im Team ist das dann doch schon zu einfach, hätte ich gesagt. Kohle reicht aus. Sehr geil. Dann gehen wir mal zum Shop. Vorratsstation hier. Also ich habe mal wirklich versucht, jetzt einfach mal immer wieder was zu looten. Und ja, eigentlich wollte ich auch mal in die Zone 3 rein, aber weiß ich nicht. Das dauert so lange, ne? Ich schwör's euch, das zieht sich so krass. Man findet zu wenig Essenzen. Das finde ich schade. Das können die ruhig ändern. Also man kann doch schon ruhig mehr finden, finde ich. Bin ich zumindest der Meinung. Auftrag. Immer noch einer Höllenhund. Ja, ich muss in Zone 3 rübergehen mit den Höllenhunden. Sowieso. Wo ist die Zone überhaupt? Da. Auto irgendwo. Da. Ich hab hier einen Truck. Muss ich auf jeden Fall nehmen. Oh, muss ich sogar nur die Straße runterfahren. Das ist ganz gut. Ich bring uns hin. Ja, richtige Straße. Ein toter Feind terminiert. Da ist er. Ja, moin. Mit dem wollte ich mich jetzt eigentlich nicht so anlegen. Karre ist im Arsch. Ach, Scheiße. Verschwinden wir. Zählt der? Zwei. Der zählt. Energiemine geht raus.
Oh, ein Spieler in der Nähe bittet um Hilfe. Wurde mir jetzt zum ersten Mal angezeigt. My time has come. Wo? Komm weg. Helfen, wir haben wir gekommen. Leichnam verfallen. Brauch nur die Höllenhunde. Euch brauche ich gar nicht. Ja, das finde ich auch schade mit dem mittleren Rucksack. Das ist er jetzt auch. Wundert es immer noch, wie wenig Leute in der Zone Stufe 3 sind, ne? Also darum müsste man noch sehen, dass etwas faul ist, oder? Ah ja, moin. Platziere Energieladung. So, gehen wir schon wieder rüber. Da ein Zug, wo du hergekommen bist. Ich will die Höllenhunde noch haben. 3 Stück nur noch. Ich fahre nochmal in die Zone rein. Na. Dann mache ich dieselbe Taktik wie vorhin auch. Die Zeit habe ich ja noch. Ein Auto, da ist ein Konvoi. Schaut gut aus. Ich, ah ne, hier kann ich nicht looten. Ist noch gesperrt. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. 2. Feindlicher Konvoi, hier drüben. Ich finde das auch blöd, dass man keine Munition so droppen kann, ne? Das geht auch nicht. Das ist total kacke. Ich bring uns hin. So, ab in Zone 3. Ich hoffe, ich habe die richtige Waffe ausgerüstet. Ach, guck mal, da ist auch noch Kohle oben. So, Zone ist da, ne? Eigentlich müsste ich mal zum Ende in die radioaktive Zone. Zum Ende hin. Einfach gucken wegen dem Ätherwurm. Da ist ein Höllenhund. Scheiße, Acht. Ich habe noch eine Drohne verloren. Das ist kein kurzer Schauer, Leute. In der Basis sind alle sicher. Einsatzteam, Sie sind es, die hier in Gefahr sind. Kommen hier noch Höllenhunde oder nicht so Bock? Ja, so aus, als hätten die nicht so Bock. Mir fehlen nur noch 2, ne? Ja. Komm, 2 Höllenhunde. Verschwinden wir. Immer noch 2. Ich hab die nicht gefreezed. Namen Zelle. Oh, moin.
Mission erfüllt. Einer noch. Oh, Scheiße. Ein Höllenhund noch. Gibt's doch nicht. Erledigt. Du hast es eiskalt aussehen lassen. Eiskalt, hab ich auch. So, jetzt bin ich wieder bei einer Mission, wo ich die Söldner mit der Energiemine killen muss. Aber ja gut. Hier ist ein Fahrzeug. Da hinten das Auto muss ich unbedingt nehmen. Bestätige Zombie-Abschuss. Oder ist das die Karre, die kaputt ist? Nee. Dürfte nicht. Nee, den behalte ich. Na, ein Peacemaker. Ich bring uns hin. Verfaultes Ziel entfernt. Böse. Sehr böse. Wenn du sie richtig platzierst, sind sie ein echter Kraftmultiplikator. Irgendwas anmarkieren. Da. Da lang. Oh, die machen meine Karre noch kaputt, Leute. Hilfe, passt das schon super. Ja, genau. Bin ich voll deiner Meinung. Ich finde, es ist zu teuer für das, was wir so bekommen haben, für die ganzen Bugs, Serverausfälle und. Ja, trotzdem macht es Spaß, aber trotzdem würde ich auch DMZ bevorzugen, wenn dort neue Updates rauskommen würden. Ja, und ich glaube da hin. Aufgeschissen. Ich habe auch nicht mehr viel Munition, also das wird noch lustig werden. Außer hier kommt irgendwo noch irgendwas. Ne, ist nix. Und hier ist schon was los. Hier ist schon was los. Boah. Ob ich wirklich exfiltrieren werde, weiß ich noch nicht. Einsatzteam an Detto. Fordern sofortige Evakuierung an. Position halten, Team. Ich donnere durch den Sturm so schnell ich kann. Affenbombe ist aktiv. Achtung. Energiemine geht raus. Leichnam verfallen. Nähere mich dem Exfiltrationspunkt. Droppen die auch Muni? Doppelte Punkte. Ja, gib du mir mal lieber Deckung, Alter, was ist los? Platziere Energieladung. Ihr Fang, das Personal ist sicher. Willkommen nach Hause. Bestätige Zombie-Abschuss. Boah. Also, zu exfiltrieren ist wirklich ein Akt, vor allem in der Zone 2. Jetzt stell dir mal vor, in der Zone 3 müsstet ihr exfiltrieren, weil es nicht mehr anders geht. Das kann man doch gar nicht überleben. So, eine Mission fertig. Jo, die andere, ja, mit den Söldnern noch. Das ist ein bisschen blöd. Weil die laufen da gar nicht durch diese Mine. Das ist total kacke. Das müsste man in eine Festung machen. Ja. Das ist eine Idee. Das meinte ich auch. Zombies. Ja, schon ordentlich, ne?
Ja, Shooter und Taktik macht mir auch mehr Laune. Und PvP vor allem. Machen wir uns nichts vor. Deswegen morgen um 20 Uhr werde ich wieder DMZ streamen. Denn ja, der Zombie-Modus, das ist immer wieder das Gleiche. Looten, Punchen, Perks. Ja, was soll man dazu sagen? Aber ja, gut, Leute, das soll es von mir auf jeden Fall gewesen sein. Meine Meinung habe ich ja ganz zu Beginn schon gesagt zu MWZ und DMZ. Und ja, wer es noch nicht gemacht hat, gerne Like und Abo dalassen. Würde mich über einen Support sehr, sehr freuen. Wie gesagt, morgen 20 Uhr geht es mit DMZ weiter. 7. August geht es mit The Day Before los. Also ein komplett anderes Spiel, was mit Call of Duty gar nichts zu tun hat. Deswegen seid gespannt. Da wird auf jeden Fall mehr kommen. Mehr als nur Call of Duty. Demnach würde ich sagen, ja, schlaf gut. Ich wünsche euch eine gute Nacht und bis morgen um 20 Uhr. Haut rein.